Hallo und herzlich willkommen bei Wein verstehen leicht gemacht, dem Podcast für alle, die gerne mehr über Weine erfahren möchten. Hallo und herzlich willkommen zur 32. Ausgabe von Wein verstehen leicht gemacht vom 10.10.2020 und damit eben auch zu einer neuen Ausgabe meiner Interviewreihe auf ein Weinglas mit. Und in diesem Falle freue ich mich ganz besonders, eine weibliche Hörerin namens Stefanie Koll-Benzberg bei mir hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Ihres Zeichens Gebietsweinkönigin von der Ahr im Jahr 1995, die mittlerweile sich sehr stark engagiert für das Thema Wein im Ahrtal organisiert, dort zum Beispiel auch das ein oder andere Weinfest und ist auch maßgeblich beteiligt bei der Wahl der aktuellen oder zukünftigen Gebietsweinköniginnen. Ja, ich freue mich insofern besonders, weil wenn ich den Analytics meiner Hörerschaft glauben darf, dann ist es so, dass dieser Podcast zu 80% von weißen Männern zwischen 25 und 50 gehört wird. Das ist ja, wenn man so viele Schlagzeilen hört, irgendwie gerade so ein wenig das Auslaufmodell. Ich würde mir wünschen, wenn meine Hörerschaft einfach ein bisschen weiblicher werden wird in Zukunft und hoffe damit auch auf diesem Weg einfach ein paar weibliche Hörer dazu gewinnen zu können, wenn hier eben auch ein paar Frauen zu Wort kommen. Als allererstes möchte ich mich aber heute bedanken nochmal für eine Spende, die mich heute während via PayPal erreicht hat. Und zwar, lieber Dennis, Dankeschön für deine Spende. Das hilft mir sehr, diesen Podcast am Laufen zu halten. Du hast dich freundlicherweise für Bares entschieden, wenn man so möchte. Aber ihr habt natürlich nach wie vor auch die Möglichkeit, mir Arbeitszeit bei meinem Audio Post-Production-Anbieter Auphonic zu schenken. Da findet ihr den entsprechenden Link auch in den Shownotes. Und als zweites möchte ich euch noch einen sehr wichtigen Termin nennen für dieses Jahr, für diesen Herbst, nämlich den 15.11.2020. Das ist ein Sonntag. Und zwar wird es dort um 16 Uhr das erste WVLG-Webinar geben. Und zwar dachte ich mir als Ergänzung zu unserem neuen Themenblock Deutsche Weine soll es ein Webinar geben, wo wir dann nochmal zusätzlich drei Weißburgunder aller Wahrscheinlichkeit nach aus Österreich, Südtirol und dem Elsass probieren. Und das wäre dann quasi die interaktive Verlängerung oder Ergänzung zum Podcast zu dem aktuellen Thema Weine aus dem deutschsprachigen Anbaugebiet. Und der Weißburgunder soll es deswegen werden, weil es einer der Rebsorten ist, die eben für die Gemeinsamkeiten der deutschsprachigen Anbaugebiete gilt im Sinne von Ähnlichkeiten im Rebsortenspiegel. Und eben diese Rebsorte ist einer von vielen, die man annähernd in fast jedem deutschsprachigen Anbaugebiet findet. Teilnehmen könnt ihr ab 39 Euro. Dafür erhaltet ihr dann den Zugangscode zu dem Gruppenwebinar. Und wer natürlich an der Verkostung noch richtig selber mitmachen möchte, der kann im Paket die Weine gleich mitbestellen. Also Webinarzugang plus die drei Weißburgunder kosten dann 84 Euro und die Weine bitte spätestens bis zum 7.11. bestellen, damit die Weine dann auch rechtzeitig bei euch ankommen werden. Sollte es Corona-bedingt noch eine Sortimentsverschiebung oder Verzögerung geben, dann würde ich allen Teilnehmern natürlich vorab nochmal darüber informieren. Das heißt, die Weine werden auch unabhängig vom Bestelldatum dann euch gemeinsam verschickt. Ja, ich würde mich freuen, euch dann endlich mal selber persönlich in Farbe und live kennenzulernen und würde mich riesig freuen, wenn sich möglichst viele von euch dafür interessieren und sich für mein Webinar anmelden, sodass wir dann mal gleichzeitig und in Interaktion die drei hochwertigen Weine gemeinsam probieren können.
Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes, aber ich habe auch auf beiden Internetseiten ein Pop-up geschaltet und eine Seite eingerichtet. Da braucht ihr entweder dann nur auf weinpodcast.de gehen oder eben auf online-weinkurs.de. Wie immer ein bisschen Hausmeisterei vorneweg. Ich bin ja immer versucht, meinen Podcast weiterzuentwickeln, die Interaktion mit euch zu vereinfachen. Die Facebook-Gruppe ist am Wachsen. Es tröpfeln immer wieder Anfragen ein. Es gibt ja im Augenblick das Preisausschreiben. Diejenigen, die mit ihrer Einschreibungsnummer quasi die Spieldauer dieser Ausgabe treffen, bekommen einen 10-Euro-Gutschein für meine Online-Weinkurse, die ihr selbstverständlich nach wie vor auf meiner Internetseite www.online-weinkurs.de finden könnt. Und dazu gibt es natürlich dann auch bei den Weinbestellungen das WVLG Weingenießer Starter Set, bestehend aus dem Tischset, meinen Untersetzern, die sogenannten Bierdeckel, und natürlich dann auch das Formblatt Verkostungsnotiz zum Download von meiner Seite. Ja, und ein Hörer hat mich ja darauf hingewiesen, warum das Preisausschreiben jetzt am 10.10. schon enden sollte. Da hat er natürlich recht gehabt. Ich verlänge es auch bis zum 24.10., also bis zum Ende der Sommerzeit, ein prägnantes Datum wegen der Zeitumstellung nach wie vor, weil ihr ja zum Zeitpunkt des Hörens ja auch noch gar nicht wisst, welche Nummer ihr quasi in der Einschreibungsreihenfolge habt. Deswegen, wer sich bis zum 24.10. auf meiner Facebook-Gruppe Weinverstehen leicht gemacht anmeldet oder registriert, der nimmt dann automatisch an dem Preisausschreiben für den 10-Euro-Gutschein meiner Online-Weinkurse teil. Dann möchte ich euch noch über eine Neuerung auf meiner Website für den Podcast hinweisen, also für weinpodcast.de. Dort habe ich mir jetzt ein Plugin installiert, mit dem ihr quasi auf der Homepage von mir schon Sprach- oder Textnachrichten hinterlassen könnt. Damit hoffe ich einfach, euch es leichter zu machen, mir Sprachnachrichten zukommen zu lassen und in Interaktion mit mir zu treten. Wer Lust hat, probiert's einfach aus auf meiner Homepage. Ich bin selber auch gespannt, wie das Plugin funktioniert und arbeitet. Und ich würde mich sehr freuen, wenn es mal wieder Hörerfragen von euch gibt. Ich denke, Fragen gäbe es genug. Jetzt starten wir ja in einen neuen Themenblock mit Wein aus deutschsprachigen Anbaugebieten. Und da habt ihr bestimmt als solche Hörer, die ja hauptsächlich auch im deutschsprachigen Weinmarkt unterwegs sind, bestimmt ein paar Fragen, die ich dann ganz gerne in meinem Podcast auch in den nächsten Ausgaben aufgreifen möchte. Ja, das soll's als Vorgeplänkel sein. Das Interview geht ja fast 2 Stunden, so dass ich die Länge dieser Episode nicht in die Länge ziehen möchte. Und wir starten wie immer das Interview mit der Selbstvorstellung meines Interviewgasts von Stefanie Kohl-Benzberg. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo zusammen, ich heiße Stefanie Kohl-Benzberg. Ich lebe im Ahrtal, genauer gesagt in der schönen Stadt Ahrweiler. Ich bin 47 Jahre alt, verheiratet, habe 2 Kinder und von Beruf bin ich Schulleiterin. Hat jetzt erstmal nichts mit dem Wein zu tun, wie man glaubt. Also ich habe Grund- und Hauptschullehramt studiert und katholische Theologie. Da hatte ich dann auch meine Examensarbeit nachher drüber geschrieben, über den Wein als göttliche Gabe in biblischen Texten und religiöser Kunst. Okay. Also das Thema Wein begleitet mich, seitdem ich 21 Jahre alt bin. Nämlich da ging es eben los, dass ich Burgundier in Ahrweiler wurde. Und die Burgundier, das ist die Ortsweinkönigin in Ahrweiler. Und passend zum Spätburgunder heißt die Dame dann eben dort Burgundier. Und das war einmalig im Ahrtal. Okay. Das gibt es nur in Ahrweiler. Und als Burgundier habe ich mich dann 1995 zur Wahl der Ahrweinkönigin gestellt und habe dann dieses tolle Amt auch innehaben dürfen. Mhm. Und 96 bin ich eben zur Wahl der deutschen Weinkönigin gegangen und habe dann als deutsche Weinprinzessin die Wahl wieder verlassen. War auch gut. Okay. Ja, jetzt muss man ja sagen, das Ahrtal zunächst mal ist ja einer
der 13 Qualitätsanbaugebiete und ich sag mal, dein Wohnort ist ja so gesehen auch ein bisschen der Hauptort. Ich vermute mal, man kommt dann auch, egal was man lernt oder studiert, man kommt ja dem Wein im Prinzip ja auch gar nicht aus, vermutlich, ne? Hast du da irgendwie familiäre, Wurzeln, die da schon den Weg ein bisschen gezeichnet haben, dass für dich Wein mal ein größeres Thema wird? Oder bist du die Erste in der Familie, die da so tief eingestiegen ist? Genau, ich bin die Erste. Also meine Eltern haben immer Wein getrunken, wie du schon sagtest. Also man kommt da nicht drum rum, ne? Also das gehört einfach zum Leben dazu im Ahrtal. Gerade auch der Rotwein natürlich. Und und irgendwann ist es natürlich auch so ein Amt in Ahrweiler, so als Phrase sehr männerorientiert, sehr männertraditionell mit Schützen und sowas. Mhm. Und als Frau kannst du quasi ein Amt machen und das ist das Amt der Burgundier. Ja. Und ich liebe meine Heimatstadt und habe immer gesagt, dafür möchte ich mal werben. Und so bin ich zu dem Amt der Burgundier in erster Linie gekommen und habe mich dann schon in die Materie reingekniet. Das muss ich sagen. Also ich habe mir das wirklich angearbeitet, alles das, was ich jetzt weiß. Also ich freue mich ja insbesondere, damit unser Gespräch heute geklappt hat, weil ich, wenn man sich die Downloadzahlen und die Analytics und so weiter anschaut, wer meinen Podcast in aller Regel hört, dann sind es, ich musste immer selber schon lachen, weil es fast schon anachronistisch ist, aber der Haupthörer ist zwischen 25 und 50, ist weiß und ist ein Mann. Also es ist ja eigentlich genau das, der Avatar, der ja quasi ein bisschen aus der Mode kommt, sage ich mal so ganz vorsichtig. Und ich erlebe es auch so, dass die Weinbranche im Prinzip nach wie vor, leider muss ich sagen, ja schon eine Männerdomäne ist. Wenn man die meisten Weingüter anschaut, ist der Winzer in vielen Fällen ein Mann. Da steht natürlich immer eine Familie dahinter, weil ohne Unterstützung und Rückhalt wird es auch nicht gehen. Aber die wenigen Winzerinnen, die es gibt, werden schon auch ein bisschen abgefeiert als neue weibliche Note. Und es gibt natürlich auch verschiedene Zusammenschlüsse. Winimissima fällt mir zum Beispiel ein, die auch jetzt bei dem Weinakademikerkurs immer wieder eine Rolle gespielt hat. Also die Frauen versuchen sich da schon zu organisieren. Aber sie sind natürlich noch wahnsinnig unterrepräsentiert. Und die Rolle, die du hattest, ist ja sozusagen der weiblichste Part in der ganzen Weinwelt, den man sich vorstellen kann. Und umso mehr freut es mich eben, dich kennengelernt zu haben über Social Media letzten Endes und dann auch als Hörerin gewonnen zu haben und jetzt eben auch als Gesprächspartnerin. Das finde ich ganz toll und hoffe natürlich auch auf dem Weg, mehr weibliche Hörer zu gewinnen letzten Endes. Wie ging es dir denn, wenn wir jetzt in den Gender-Gedanken bleiben ganz kurz, wie ging es dir als Frau in dieser Männerdomäne? Weil ich sag mal, so wenn man sich die Bilder anschaut von den Weinköniginnen, dann hat es ja schon auch so ein bisschen altbackenen Stil, dass halt eine junge, gut aussehende Frau vor irgendeinem Kahn gespannt wird und dann mit ihrem in erster Linie, zumindest von den Bildern her, vielleicht optisch überzeugen soll. Ne? Das finde ich, hat ja auch schon so ein bisschen so einen altherren Nebengeschmack für mich jetzt. Also ich denke, dass es bestimmt irgendwann mal so daraus erwachsen ist. Ne? Also wenn wir sehen, es ist witzigerweise, war ja jetzt gerade vor kurzem am Freitag die Wahl zur deutschen Weinkönigin und das Mädel kommt von der Ahr tatsächlich, also die Kandidatin der Ahr hat gewonnen. Es ist die 72. Also wenn man bedenkt, wie lange es dieses Amt schon gibt. Und das war natürlich auch so eine Geschichte. Ich denke, es gab auch mal eine Zeit in Deutschland, da waren die auch alle blond. Ne? Das muss man einfach auch so sagen. Ja, genau. Heute muss ich allerdings sagen, und das war auch bei mir schon so, es sind schon Weinfachfrauen. Ne? Also die Wahlen, die man da über sich ergehen lässt, das ist schon stramm. Also muss da wirklich Weinwissen haben. Ja. Viele der Kandidatinnen heute, bei mir war es jetzt noch nicht so damals, aber heute, die Mädels, die sind alle oder die meisten sind im Weinbau tätig, entweder als Winzerinnen oder haben einen eigenen Betrieb zu Hause, studieren internationale Weinwirtschaft oder Önologie in Geisenheim, Heilbronn oder wo auch immer. Ja. Da muss ich wirklich sagen, also das ist auch, ich kann so ein bisschen, ich sitze ja jetzt auch in der Jury zur Wahl der Arbeitskönigin eben auch.
Und da ist es so, und auch ähnlich war das dann bei mir damals bei der Wahl zur Deutschen, du bekommst 15 bis 20 Fachfragen gestellt, die es wirklich in sich haben, auch aktuelle Themen, weinpolitische Themen, auch so Sachen wie Wein und Architektur, ne, dass man weiß, welche Preise gibt es da zu gewinnen und so. Man wird auch auf Herz und Nieren geprüft, indem man Fragen gestellt bekommt, die kann man nicht aus dem Wissen heraus antworten, sondern man muss spontan und souverän eben überlegen, wie würde ich mit der Situation umgehen. Mhm. Und es ist bei uns tatsächlich an der A und natürlich auch auf Bundesebene eine englische Frage dabei. Also du musst diese Fachsachen schon auch in Englisch beantworten können. Mhm. Das ist schon ein ganz hohes Niveau, was da passiert. Mhm. Also, ich glaube, das DWI bietet ja auch eigene Kurse an für Weinhoheiten. Ne? Der Kurs, der heißt auch, glaube ich, so. Da werden dann nochmal, die es geschafft haben in allen möglichen Hierarchieebenen, können da auch nochmal einen eigenen Kurs belegen. Zumindest war das Anfang der 10er Jahre so, dass es da diesen Kurs für Weinhoheiten in Rheinhessen? Ich glaube, in der Nähe. Genau, richtig. Bodenheim ist das DWI. Ja. Also das ist tatsächlich so, dass bei uns an der A ist es auch so, das DWI macht auch Kurse bei uns an der A. Das ist der anerkannte Berater für den deutschen Wein. Mhm. Den habe ich tatsächlich 1995 gemacht und habe ihn nochmal 2019 aufgefrischt. Mhm. Weil ich dann einfach gesagt habe, so jetzt guckst du mal, wo bist du denn da drin noch? Und das bekommen die Mädchen auch angeboten. Und dann muss ich sagen, wir haben hier in Ahrweiler das IWI. Das ist das International Wine Institute und die bilden auch aus und bieten auch zum Beispiel Sensorik-Seminare an für den, ich sage jetzt mal, für den Weinlaien erstmal und dann für den Weinkenner. Und da habe ich zum Beispiel ja auch jetzt im Fernstudium während der Corona-Zeit diese Junior-Sommeliere-Ausbildung gemacht mit der WSET 2.0. Mhm. Und werde ja auch dann im November mein Fernstudium als Assistant Sommelier fortsetzen und versuche die WSET 3-Prüfung zu machen. Okay. Also der ist vor Ort und der schult die Mädels auch. Ne? Mhm. Also, der Alexander Kohn, der macht das sehr, sehr gut. Und die haben schon, dass die profitieren davon. Das gab es bei meiner Zeit nicht. Wir haben uns da selber durchgewurschtelt. Also ich habe dann bei Weinproben zugeschaut. Ich habe nachher selber Weinproben gehalten. Ich habe auch Kellerführungen gemacht, damit du einfach so drin bist. Aber wir haben uns da so selber zusammen ein bisschen geklaubt. Und hier, die werden wirklich gut geschult und auf den Weg gebracht, die Mädels. Das muss ich wirklich sagen. Also würdest schon sagen, dass ich da jetzt zum einen das Profil, aber auch das Ansehen der Rolle hat sich jetzt in den letzten Jahren schon deutlich jetzt von rein optischen Vorzügen, sagen wir es mal so, schon weiterentwickelt. Und es ist jetzt keine Wischiwaschi. Also du weißt, was ich meine. Das ist keine Schönheitsköniginnenwahl. Genau, definitiv nicht. Ne? Also die Mädels haben da wirklich was drauf. Also das war, wie gesagt, bei uns, also ich glaube, so in den 90ern ging das los. Ich war ja Mitte der 90er so dran. Mhm. Dass da auch ein anderes Bewusstsein, auch hier an der A. Ne? Wir hatten natürlich Vorreiter wie Meier Näkel zum Beispiel, ne? Der gesagt hat, wir müssen Klasse statt Masse, ne? Und von weg von diesen komischen Sprüchen, die es über die A gab. Und der dann anfing, eben trockene Weine hauptsächlich auszubauen, der nachher auch dazu überging, als erster in den Barrique-Fass seinen Wein zu legen, was hier wirklich zu Aufständen geführt hat. Dann gab es ein Weingut, das hat einfach mal in seinen Spätburgundern ein bisschen Cabernet Sauvignon gepflanzt. Mhm. Durfte ja nicht. Es gibt ja immer nur zugelassene Rebs im Baugebiet. Und das war damals nicht zugelassen. Und das hat er halt so im Versuch gemacht. Und so ein bisschen, und das kam nachher raus, aber er hat jetzt da nicht die Riesenstrafen oder so bekommen. Aber ja, da gab es ja auch ein paar Aspiranten in der Pfalz, die das ja auch gemacht haben. Ja. Ja, und das finde ich schon, wir haben ziemlich innovative Leute gehabt und das natürlich auch auf das Amt der Weinkönigin abgefärbt. Und wenn ich bedenke, Julia Klöckner, unsere Landwirtschaftsministerin, war genau vor 25 Jahren deutsche Weinkönigin. Ich habe einen Teil meiner Amtszeit auch eben mit ihr verbracht. Ich kenne Julia eben auch dann ganz gut. Und da wandelte sich langsam dieses Bild, ne? Auch vom Anziehen her. Wir waren der erste Jahrgang damals, wo zwar noch einige im Dirndl gingen, aber der Jahrgang danach, also ich durfte zweimal bei dieser Wahl teilnehmen, eben vor 25 Jahren und vor 24 Jahren. Und vor 24 Jahren hatte niemand mehr ein Dirndl an. Mhm.
25 Jahren gab es welche ohne Dirndl und welche mit Dirndl. Also es hat sich wirklich von diesem Dirndl wegorientiert. Und ja, die Mädels tragen Casual oder Business Sachen. Also die wirken auch, ich finde, die verleihen auch dem Amt etwas sehr Junges, etwas Modernes. Die sprechen viele junge Menschen an. Und wenn man so gerade sieht, wie viele junge Menschen sich auf den Weg machen, ja, in verschiedenen Jungwinzervereinigungen, Generation Riesling, ne? Also das sind Sachen, das ist wirklich gut. Wir sind da echt auf einem sehr, sehr jungen und groß hochmotiviertem Weg wieder. Ja, also ich glaube schon auch, dass das der Weinbranche sehr gut zusteht, so ein bisschen eine Verjüngungskur zu machen, weil ich sag mal, es für viele wirkt es natürlich schon angestaubt, das Ganze. Gerade wenn man jetzt in Weinbaugebieten unterwegs ist und vielleicht nicht bei den Top-Winzern und mehr die einfacheren, für die das halt ein Handwerk ist und dann die Hinterhofschenken und so weiter, so schön es ist, aber das ist natürlich alles gerne schwarz getäfelt und geht's immer sehr rustikal zu, alles in allem. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt was junge Leute anspricht. Ja, da brauche ich natürlich schon das Adäquate gegenüber, was meine Sprache spricht und natürlich auch eine gewisse Lockerheit und vielleicht auch einfach neue Ansichten mit reinbringt und halt auch versteht, die Leute entsprechend anzusprechen. Ja. Ich glaube, ein richtiger Trend, ich weiß jetzt gar nicht, welches Weinbaugebiet das war. Ich meine, es war Franken, die hatten jetzt zum ersten Mal oder seit wenigen Jahren machen die auch eine Wahl zum Weinkönig. Ja, da gibt es jetzt auch Versuche, dass man da quasi eine männliche Vertretung wählt, was für mich jetzt eigentlich im Zuge der Gleichberechtigung und vielleicht den Gedanken halt auch vorzutragen, eigentlich der nächste logische Schritt wäre. Aber was ich so gehört habe, kommt das nicht so wahnsinnig an. Also der läuft unter ferner Liefen, sage ich mal. Ja. Das wird nur nicht so wirklich wahrgenommen. Ja, dann sind wir eigentlich schon genau bei dem Thema, was die Weinkönigin macht. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz aus deiner persönlichen Erinnerung erzählen, war es denn dann so, wie du es dir vorgestellt hast, oder war es dann doch anders, wenn man mittendrin steckt? Ja, also ich glaube, ich bin da, ein Stück weit geht man vielleicht auch, wenn man jung ist, naiv daran. Nachher muss ich sagen, es hat sich A für mein Leben viel verändert, es hat mir viel gebracht. Natürlich das freie Sprechen vor den Menschen. Dann merkt man einfach eine Leidenschaft, die sich da entwickelt. Und man begegnet natürlich den Menschen, die diese Leidenschaft teilen. Und das ist so ein Katalysator einfach. Also ich muss sagen, man kann so viel erreichen, wenn man das auch mit Herzblut tut. Und wenn man merkt, boah, da kommt ja was zurück. Also ich muss sagen, wir haben uns jetzt anlässlich dieser Wahl vor 25 Jahren, haben wir es geschafft, uns mit 6 ehemaligen Gebietsweinköniginnen wirklich in Neustadt vergangenes Wochenende zu treffen. Und haben dann dort uns nach 25 Jahren das erste Mal wieder gesehen. Das war eine Mega-Basis. Ja. Also wir haben da angeknüpft, wo wir vor 25 Jahren aufgehört haben. Und die Männer, die dabei waren, die haben gesagt, das hätten sie noch nie erlebt, dass da ein Haufen Leute sich treffen, die sich 25 Jahre nicht gesehen haben, die so gut miteinander auskommen. Ne? Ja. Also das ist so. Und wenn ich auf Menschen treffe, so wie wir zwar jetzt zum Beispiel auch, wir haben absolut eine Gesprächsgrundlage und da merkt man, der Funke springt über und das, wenn man gut ist als Weinkönigin, dann gewinnt man wirklich Leute für. Und ich habe letztens meine Königin, also ich bin mittlerweile diejenige, die auch das Ahrweiler Winzerfest hier organisiert und eben auch dann die Burgundia ins Amt hebt. Da hatte ich eine vor 2-3 Jahren begleitet. Und dann habe ich neben einem Mann gesessen, habe dem vom Ahrtal und von dem Wein hier erzählt und hat er gesagt, wissen Sie was, Sie machen das so toll, wir kommen wieder, wir machen demnächst Urlaub hier. Und das ist doch dann, ne, also da hat man doch was erreicht. Also man bleibt auch in dieser Rolle ein Stück weit. Ne? Besseres Lob gibt es, denke ich, nicht, ne? Nee. wenn man das so gesagt bekommt. Ja, lass uns nochmal vielleicht im Detail darauf zu sprechen kommen, was dann, wenn die Königin oder... bleiben wir mal ruhig bei der Gebietskönigin, was deren Aufgabe dann im Detail ist. Frei von der Leber weg würde ich jetzt sagen, sie repräsentiert ihr Qualitätsanbaugebiet.
Aber was bedeutet das konkret? Also auf was für Veranstaltungen läufst du rum? Mit wem musst du sprechen dann? Du bist Werbeträgerin eben. Du begrüßt wichtige Leute im Tal, die für die Region auch wichtig sind, zum Beispiel. Du moderierst Weinproben. Das ist einfach, du gehst mit auf Messen. Du fährst mit zu A-Wein-Tastings, die in, weiß ich nicht, gerade wie Holland haben wir einen großen Markt, das ist natürlich bei uns direkt um die Ecke, oder hoch ins Münsterland oder sowas, oder gerade Köln, Bonn, Düsseldorf ist natürlich bei uns um die Ecke. Da wirst du mitgenommen, um einfach wieder Leute zu akquirieren, die dann auch nicht nur Wein kaufen, sondern auch das Wochenende im Ahrtal gestalten wollen oder mal einen Urlaub dort machen. Das ist wirklich, du wirst mitgenommen, wenn es wichtig ist, also da, wo es wichtig ist oder für die Leute, die wirklich von Bedeutung auch für das Tal sein können, da wirst du wirklich als Frontperson dahingestellt und gesagt, so, und jetzt sieh zu, dass du die bei der Stange hältst. Mhm. Also da wird man schon richtig, sage ich mal, zur Brust genommen und muss dann halt auch eben Rede und Antwort stehen. Und da geht es je nach Publikum, wo man dann ist, ja wahrscheinlich auch ganz schön dann mal ins Detail. Und da muss man dann eben schon sattelfest sein. Ne? Nicht nur jetzt, denke ich, in Bezug auf Wein, sondern auch vielleicht Tourismus und Geschichte des Tals etc. spielt ja alles richtig mit rein. Richtig. Also ich weiß, ich hatte damals in der Eifel witzigerweise, das war eine Delegation von Sandoz, damals von diesem Chemiekonzern, und ich habe diese Weinprobe mit Joel Payne, das ist ja ein ziemlich bekannter Weinkritiker und Weinjournalist, mit dem habe ich diese Probe moderiert und der fand immer nur ein Weingut aus dem Ahrtal toll und dem habe ich dann irgendwann widersprochen und das fanden die Leute richtig gut, weil ich gesagt habe, also es gibt jetzt nicht nur ein Weingut im Ahrtal, auch wenn er der Meinung ist, das sei das Beste, aber es würde sich lohnen, doch einmal ins Ahrtal zu kommen, über den Tellerrand zu schauen und andere Dinge zu probieren. Und da hat er nachher gesagt, also das wäre sehr mutig von mir gewesen, aber er hätte es großartig gefunden. Ne? Also ja. Aber es klingt so ein bisschen durch, dass man, sag ich mal, aus Weinkönigin eben ja auch eine gewisse, wie soll ich sagen, wirtschaftliche Bedeutung hat. In Deutschland ist es ja weitestgehend so, dass die meisten Weinanbaugebiete ja auch touristische Hotspots sind oder zumindest, wo Tourismus wirtschaftlich eine große Rolle spielt. Aus meinen eigenen Reisen innerhalb Deutschlands würde ich sagen, im Vergleich mit vielen anderen Ländern, ist Deutschland, was den Weintourismus angeht, steckt oft noch in den Kinderschuhen. Wie würdest du es denn fürs Ahrtal beschreiben? Wie weit ist man denn da, dass man das verbindet? Wie sehr sind die Winzer darauf eingestellt, dass Leute auch zu ihnen kommen? Doch, muss ich sagen, klappt gut bei uns. Ne? Also bei uns, wir haben natürlich, klar, den Rotwein-Wanderweg, den kennen viele. Wir haben das Radnetz ausgebaut. Wir haben natürlich dann auch ein bisschen Wanderwege, also ein bisschen in die Höhen, halt ins Gebirge hoch. Wir bieten Wellness natürlich an, durch die Thermen in Bad Neuenahr zum Beispiel. Und viele Winzer haben als zweites Standbein Ferienwohnungen, eine Pension oder sonst irgendwie sowas. Also es ist nicht nur, die verkaufen dann ihren Wein, machen ihre Weinstube auf oder also die haben sie dann auch zum Teil oder machen nur ihr Weingut auf, sondern sie wirklich versuchen, den Gast zu binden, indem sie ihn auch bei sich wohnen lassen. Und da muss ich sagen, das ist dann auch nicht irgendwie so eine kleine schäbige, weiß ich nicht was, sondern die machen das richtig toll. Also wenn ich bedenke, Weingut Burggarten zum Beispiel hat ein Weinquartier gebaut. Das ist so halb rund. Und da heißt, jedes Zimmer hat einen Rebsortennamen. Also es gibt dann auch die Dominikammer. Ja, also ich meine, wer möchte, kann da Zweideutiges draus sehen. Nein. Und statt eines einer Minibar oder eines Kühlschranks im Zimmer hat man unten im Keller einen eigenen Weinkeller, der abgeschlossen ist, den man nur mit dem Zimmerschlüssel öffnen kann. Und das finde ich ist natürlich, der hat natürlich auch einen Wellnessbereich in diesem Weinquartier, das finde ich große Klasse, ne? Also ja, das hat mich schwer beeindruckt. Also wir sind da wirklich auf einem guten Weg. Wir bieten Segway-Touren durch die Weinberge an. Also es wird viel gemacht. Also da muss ich wirklich sagen, Weinbergswanderung, Weinbergsführungen, Weinproben in allen Arten, also nicht nur das ganz klassische Programm mit Picknick im Weinberg. Jetzt muss ich sagen, waren die jungen Leute auch sehr innovativ mit diesen Online-Weinproben, die natürlich jetzt während der Corona-Zeit überall rausgeschossen sind, aber gerade eben auch, die haben das gut gemacht, also muss ich wirklich sagen. Ja, also für mich war das schon oft so, dass der Wein halt in vielen Fällen halt
auch ein Steigbügelhalter ist für andere viele Events, die man machen kann, sei es Oldtimer-Events, Musik-Events, weil, sag ich mal, die Zielgruppe, wo Wein als einziges Thema langt, so Nerds wie wir jetzt sind, gibt es halt nicht ausreichend viele. Man muss es halt immer in irgendwas Größeres im besten Fall dann einbinden. Lass uns nochmal auf die Weinkönigin zurückkommen, bevor wir uns mit dem Ahrtal an sich beschäftigen. Mich würde noch interessieren, wer kann sich denn grundsätzlich als Weinkönigin zur Wahl stellen? Oder fangen wir vielleicht vorne an, muss man erst im Ort die Weinvertreterin werden, dass man dann zur Gebietsweinköniginwahl antreten kann? Oder wie läuft diese Wahl generell ab? Also das ist in den Anbaugebieten ein bisschen unterschiedlich. Ich weiß, dass zum Beispiel in der Pfalz kannst du dich, wenn du eben eine junge Frau bist, kannst du dich dort bewerben zur Wahl der pfälzischen Weinkönigin. Es macht natürlich, oder es ist von Vorteil, wenn du irgendwo anders schon mal im Ort ein Amt hattest, als Weinprinzessin zum Beispiel. Bei uns ist es tatsächlich so, der Vorsitzende eines jeden Weinortes meldet eine Kandidatin zur Wahl der A-Weinkönigin an. Meist ist es dann die eigene Ortsweinkönigin, wenn die nicht will und ein anderes Mädel kommt und sagt, naja, dann ich würde ganz gern gehen, könnte ich die jetzt auch anmelden. Aber meistens ist es so, dass es die Ortsweinköniginnen was auch Sinn macht, weil wie zum einen werden die ja, wie gesagt, durch das IWI geschult, zum anderen haben die Winzer haben sich auf die Fahne geschrieben, dass sie jetzt auch Weingutsbesichtigungen machen. Also die Mädchen werden wirklich monatsweise, jetzt war das natürlich im letzten Jahr ein bisschen schwieriger, aber ich denke, vielleicht geht das irgendwann jetzt auch wieder los, dass sie wirklich die Betriebe besichtigen können, Betriebsbesichtigungen machen. So, und als Ortsweinkönigin kannst du dich bewerben oder sagen, hallo, ich möchte das mal machen, da gibt es auch keine Wahl, ne? Dann wirst du es nicht. Und halt zur Gebietsweinkönigin, da wirst du gemeldet oder du meldest dich dort an und musst ja natürlich dann auch diese Wahl mitmachen. Und genauso geht das auf die bundesdeutsche Ebene. Jedes Anbaugebiet meldet eine Kandidatin. So, das kann die Gebietsweinkönigin sein, ist es auch in meisten Fällen. Aber wir haben es jetzt auch gesehen, manche Gebietsweinköniginnen haben verlängert jetzt durch Corona und haben dann zum Beispiel Prinzessinnen geschickt. Die größeren Gebiete haben natürlich auch Gebietsprinzessinnen. Sowas haben wir nicht. Dafür sind wir zu klein. Und die Voraussetzungen, also du sagst es jetzt, auf der Ortsebene gibt es im Prinzip keine, wobei es gern gesehen wird, dass man aus einer Winzerfamilie stammt. Und dann kommen eben noch, wird man auf Herz und Nieren geprüft, wie du es eben dann schon gesagt hast, ob man halt auch alle Anforderungen oder erfüllt. Und das sind eben nicht nur weinthematische Anforderungen, sondern eben auch Kenntnisse über den Wein hinaus und halt auch die Fähigkeit, vor großen Menschenleuten jetzt zu sprechen, ohne dass man die Sprache verliert. Ich denke, das ist schon auch zentral, dass man dafür gemacht ist, jetzt vor größeren Leuten halt auch zu sprechen. Danke. Ja, richtig. Ne? Ja. Also eine lange Zeit war es halt so, du durftest nicht verheiratet sein und natürlich keine Kinder haben. Also ich musste tatsächlich auch noch damals bei der Wahl zur Gebietsweinkönigin so ein Ding unterschreiben, so ein Vertrag, dass ich, sobald ich schwanger werde, das Amt niederlegen muss und auch sobald ich das Gefühl habe, ich müsste heiraten. Das ist heute jedenfalls auf Bundesebene nicht mehr so. Du darfst verheiratet sein und ich weiß jetzt, die letzte deutsche Weinkönigin hat jetzt vor kurzem dann noch in ihrem Amtsjahr auch geheiratet. Also, so wie bei Flugbegleitern früher, da waren die Anforderungen ja genau die gleichen. Ja, sehr witzig. Ja, und dann die Bundeswahl ist dann in Bad Dürkheim, soweit ich weiß. Nee, ist in Neustadt an der Weinstraße. Okay. Jedes Jahr, es gibt aber auch Ausnahmen. Also die Wahl war auch tatsächlich schon mal hier in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Zum 1100-jährigen Bestehen unserer Stadt Ahrweiler durfte diese Wahl auch mal, durfte die 1993, glaube ich, ja, 93, hat die dann hier stattgefunden. Also normalerweise ist Neustadt der Ort, aber es gibt eben auch Ausnahmen, gab es schon öfters mal. Ich habe nur immer wieder Bilder gesehen von meinem weintechnischen Ziehvater oder Mentor Frank Röder, der mich ja quasi in die Weinwelt da eingeführt hat. Und aus einer der wenigen Master of Wine in Deutschland ist er natürlich immer ein gesetzter Gast zu dieser Bundeswahl. Und dann
postet er oder schickt immer Bilder rum. Und ich sag mal so, also wenn man das so sieht, wie es dazugeht in diesem Saal, ist schon sehr schick, sag ich mal, sehr feierlich, sehr festlich. Ein bisschen erinnert es mich schon immer so an ESC ein bisschen. Also die Bühne ist schon sehr groß und ich will es jetzt gar nicht abfällig sagen, aber es ist schon ein großes Tamtam, was da abgezogen wird. Ne? Mit der Wahl des Les ist schon ein ganz wichtiger Termin in der deutschen Weinwelt, wo man eben auch schöne Bilder produzieren möchte. Es ist schon ein sehr, sehr bedeutsames Event eigentlich. Ja, es ist die letzten Jahre. Also ich weiß, als ich ging, war die Wahl donnerstags abends zum Beispiel. Okay. Ja. Morgens hatten wir die Fachbefragung, auch mit circa 20 Fachfragen vor den 80 Juroren. Und abends dann die Abendveranstaltung. Dazu gab es dann eine 13er Weinprobe, also aus jedem Anbaugebiet auch den entsprechenden Wein. Die Leute saßen an Tischen. Mhm. Und seitdem der SWR da so ein bisschen eingestiegen ist, ist das halt schon wie so eine Sendung halt auch gemacht. Ja, genau. Es sind ja dann auch nur drei Fragen, wovon dann eine in Englisch ist. Ich finde es so ein bisschen schade, aber gut, es ist wahrscheinlich so dieser Popularität geschuldet, weil ich weiß, dass wirklich diese Wahl freitagsabends echt gut mit hohen Einschaltquoten ist. Ja, genau. Ja, und das ist halt auch so eine Geschichte. Und wenn der Sender halt einsteigt und auch mit Geld einsteigt, dann darf der natürlich auch Anforderungen stellen. Ne? Ja. Also ja, das muss man ja, ist ja immer ein zweischneidiges Schwert, wenn so Sachen da Einzug halten oder dann neue Methoden eingeführt werden. Mir fällt spontan jetzt ein, die Krönung von der Queen Elizabeth, das war ja auch die erste Krönung, die dann im Fernsehen übertragen worden ist. Und ich habe vor kurzem diese Netflix-Serie The Crown angeschaut, wo dann eben auch im Hintergrund diskutiert worden ist, wie sinnvoll das ist, dass jetzt das Fernsehen da mit dabei ist. Wenn man aber ein bisschen über den Tellerrand schaut, dann denke ich schon, dass Deutschland vor dem Hintergrund seiner Historie und auch seinen Qualitätsanspruch und vielleicht auch Marktbedeutung international einfach vielleicht nicht so wahrgenommen wird, wie es vielleicht verdient wäre. Und unsere Nachbarn sind natürlich jetzt in der Weinwelt viel bedeutender wie jetzt Deutschland selber, allein schon wegen der Menge, allen voran natürlich Frankreich. Und ich denke schon, da muss man was machen, dass auch über die deutschen Grenzen hinaus das populärer wird und dass man da ein bisschen die Werbetrommel rührt. Und da gehört, sage ich mal, so ein bisschen Shishi wahrscheinlich dazu. Da braucht es einfach einen Fernsehsender, der das auch in die Welt hinaus posaunt. Und dass da einfach ein bisschen Deutschland auch mehr im Fokus gerückt wird. Ne? Da gibt es schon so eine Konkurrenz zu den anderen Weinbauländern. Ja, wobei wir haben schon gute Absätze im Ausland. Ne? Gerade USA ist ein riesen Absatzmarkt für uns. Die asiatischen Länder, ne? Also die stehen total auf deutschen Wein. Und wenn man überlegt, wie viele verschiedene Böden wir in Deutschland haben, wie das Klima unterschiedlich ist, ja, auch wenn wir jetzt, ich habe zu der Badenerin jetzt am Wochenende gesagt, badischer Wein von der Sonne verwöhnt, Ahrwein vom Eifelwind geküsst, ja, so hieß es halt früher und hat ja auch immer noch, ne, wir wissen, Baden ist Weinanbau Zone B als einziges deutsches Weinanbaugebiet und wir liegen alle in A, also wir haben ja wirklich eine Vielfalt auch an Rebsorten und dass wir Rebsorten rein auch ausbauen meistens, das hat schon was. Ne? Also ja. Ich finde, wir können so viel bieten. Absolut. Und da müssen wir uns überhaupt nicht verstecken und wir machen wirklich auch ganz guten Absatz. Und gerade die Mädels, das darf man wirklich nicht verkennen, die tragen da ein ganz großes Maß dazu bei. Ne? Ja genau, das meine ich. Also da braucht es einfach die richtige Plattform. Und in der Regel ist es schon so, also klar, gerade jetzt euer Nachbaranbaugebiet, die Mosel, sage ich mal, ist ja im Ausland auch vielleicht viel höher angesehen, wie es jetzt in Deutschland ist. Und der Moselriesling an sich ist natürlich unser internationales Aushängeschild. Ich denke, da gibt es kein Vertun. Und die Rebsorte an sich ist halt unser Zugpferd, unser Identifikationsmerkmal. Aber anderen Ländern geht es auch so. Viele andere Länder werden auch oft auf eine Rebsorte in erster Näherung zumindest reduziert. Aber genau solche Veranstaltungen, denke ich, führen dann schon dazu, dass man eben auch die Diversität, die Vielfalt, die stilistische Bandbreite von Ländern präsentiert bekommt, dass es eben in Deutschland nicht nur Mosel und Pfalz und Baden gibt, sondern vielleicht auch eben viele kleinere Anbaugebiete,
die international vielleicht noch nicht so auf dem Schirm sind. Ne? Dafür ist das dann sicherlich ganz gut. Ja, wie lange ist man dann Weinkönigin? Eine Saison? Ein Jahr. Ne? Also es gibt immer, zum Beispiel in Ahrweiler gibt es dann die Ahrweiler Weinwochen, die ich eben organisiere. Und das ist immer das erste und zweite Wochenende im September. Und am ersten Wochenende wird dann die Burgundia die neue proklamiert, freitagsabends. Mhm. Wahl der Weinkönigin ist immer an Pfingsten zum Beispiel. Und die Wahl der deutschen Weinkönigin ist immer Ende September. Also man weiß genau, es ist ein Jahr. Man hat mehr oder weniger 365 Tage, die man nutzen kann. Und danach ist es dann rum. Mhm. Oder man kann aufsteigen oder was auch immer. Ne? Ist es vorsätzlich, dass die Wahl der Weinkönigin jetzt mit dem Lesezeitpunkt zusammenfällt? Oder ist das, ich würde sagen, wenn es jetzt ja meistens Vertreter mit Winzerfamilien sind, dann ist das eigentlich vom Arbeitspensum her ein relativ schlechter Zeitpunkt, da jetzt Party zu machen. Aber ich denke, das hat vielleicht schon Grund, dass man sagt, der neue Wein, neue Weinkönigin, die kann dann gleich den neuen Jahrgang quasi präsentieren. Also es ist nicht in allen Anbaugebieten so. Also es gibt Anbaugebiete, die wählen im November. Ne? Die haben dann wirklich die Termine auch verschoben. Wir wählen halt im Juni oder Mai, dann an Pfingsten. Ja. Ne, das Deutsche Weinlesefest, das war ja früher so ein Erntedankfest. Mhm. Ne, und bei uns eben, also wir haben zum Beispiel in Ahrweiler seit 1936 eine Burgundia. Ne, kriegsbedingt natürlich zwischendrin mal nicht. Aber eben auch dieses Deutsche Weinlesefest gibt es schon sehr, sehr lange. Und ich denke, das ist der Tradition einfach auch geschuldet. Ist richtig, dass es natürlich für die Winzer selber ein ungünstiger Termin ist. Wobei wenn ich so sehe, wir sind am ersten Wochenende im September gewesen, da hatten die schon viel Herbst drin in diesem Jahr. Also es wird ja auch immer früher durch diese heißen Sommer. Lesen die ja schon manchmal Mitte August, fangen die ja an. Ne? Ja, das ist die ideale Überleitung, um auf das Anbaugebiet an sich zu sprechen zu kommen. Ich muss gestehen, ich war bisher nur einmal dort. Und zwar war das, weil meine Frau eine Kollegin in Bonn hat. Und dann hat man die mal besucht vor ein paar Jahren. Und dann, ich versuche das halt dann immer zu verbinden, wenn ich irgendwo bin, wo ist der nächste Wein, da muss ich unbedingt hin. Und dann hat sie gesagt, naja, also das Ahrtal wäre jetzt so das Nächste, ja, was von ihr aus gesehen. Und dann sind wir da hingefahren. Und ich war dann schon geflasht, muss ich sagen. Also allein landschaftlich hat mich das schon ziemlich fasziniert. Und fangen wir vielleicht mal so an, weil nicht jeder weiß, wo es liegt. Jetzt habe ich es schon verraten ein bisschen, also südlich von Bonn. Wie kann man es noch eingrenzen? Koblenz ist... Ja, also wir sind im nördlichen Rheinland-Pfalz. Wir sind direkt an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, 30 Kilometer südwestlich von Bonn und 60 Kilometer südwestlich von Köln ungefähr. Mhm. Koblenz ist in die andere Richtung auch 60 Kilometer, circa 60 Kilometer weit weg. Also da ist dann das Ahrtal, was dann hinüber zur Eifel dann geht. Lacher See vielleicht noch als Vulkan, ne? Also die Augen, die Mare da oben. Mhm. Eifel, also da sind wir dann, was gibt es da noch? Ach, Remagen, die Brücke von Remagen ist ja auch recht bekannt, liegt direkt am, ich sag jetzt mal, am Ausläufer des Ahrtals, also die Ahr mündet ja auch in den Rhein. Ja. Ne? Also generell muss man sagen, liegt es ja relativ nördlich dann schon. Ne? Also jenseits des berühmt-berüchtigten 50. Breitengrades und zählt damit, ich weiß jetzt nicht, also das nördlichste ist es natürlich nicht. Ich glaube, Saale-Unstrut ist das nördlichste Anbaugebiet in Deutschland. Also wir sind das nördlichste westdeutsche Anbaugebiet. Für dieses Mal, wir sind das nördlichste zusammenhängende Rotweinanbaugebiet der Welt. Okay. Ja? Also das... kommt ja dann gleich auch bestimmt nochmal. Ja. Also wie gesagt, wir werden im Nordwesten vom Ahrgebirge begrenzt und befinden uns im Schutz der Eifel und haben dementsprechend auch ein mildes und günstiges Klima, was die Kölner Bucht ganz gut begünstigt. Begünstigt, vielen Dank, ja, genau. Ja, und also das ist das, was ich auch schon öfters hier an der Stelle ja gesagt habe, dass Deutschland bis dato zumindest ja mit dem 50. Breitengrad generell weltweit betrachtet jetzt eher als nördliches Anbauland gelten kann und die Ahr noch verstärkt. Und damit erklärt sich es auch, warum halt bei uns
der Weinanbau immer besondere klimatische oder topografische Bedingungen braucht, damit der Weinbau dann noch nachhaltig und verlässlich quasi gelingt. Und im Ahrtal ist es eben genauso. Das Makroklima wird bestimmt zum einen durch die Kölner Bucht, das hast du schon gesagt, und natürlich auch durch die großen Wassermassen. In dem Fall ist es eben der Fluss A und gepaart, und das fand ich eben das Tolle, gepaart durch die Topografie, also sprich die vielen steilen Lagen, wird natürlich die geografische Breite mehr als ausgeglichen, weil durch diesen anderen Winkel des Einfalls natürlich die Wärme und Licht ganz anders ausgenutzt werden kann, wie es jetzt in der flachen Ebene ist. Also ich fand es sehr pittoresk. In meiner Erinnerung hat es mich immer ein Stück weit an eine Modelleisenbahn erinnert. Also wir sind da auch mit dem Auto entlang gefahren. Es ist ja viel Fachwerkhäuser stehen rum. Es ist zum Teil auch sehr eng, also weil das Flusstal einfach nicht sehr, sehr weitläufig ist, und es ist einfach sehr, sehr hübsch. Und mich erinnert es einfach tatsächlich an so ein Diorama, dachte ich mir immer. Ich fahre in so ein Diorama rum. Ja, ist richtig. Es gibt tatsächlich auch die A rauf, nur diese eine Straße. Ne? Also man kann natürlich oben drüber über den Berg auch irgendwie da hinkommen, aber wenn da unten Stau ist am Wochenende, dann ist da Stau. Ne? Also geht auch kein Weg dran vorbei. Ne? Da kannst du nicht mal rechts oder links mal ganz schnell irgendwo raus, dann musst du da bleiben. Ne? Also es ist schon... ist schon richtig. Ne? Das Tal wird enger, wenn man es hochfährt. Also bei uns hier unten in Ahrweiler ist es schon recht weit auch. Aber wenn man dann ab Waldbotzheim da ins Ahrtal, ins mittlere, ja, oder dann auch ins mittlere Ahrtal hochfährt, das ist schon sehr eng. Und die, wie gesagt, die Steillagen, die nach Süden ausgerichtet sind, dann haben wir natürlich den Terrassenweinbau mit den ganzen Trockenmauern, begünstigt natürlich auch die Wärmespeicherung, die Böden, die wir haben. Ne, das ist im unteren Ahrtal, ist es eben eher Lössboden und ein tiefgründiger Boden, der sehr fruchtbar ist. Und im mittleren Ahrtal haben wir dann eben mehr Steine, Grauwacken, Sand, Silt- oder Tonsteine, dann eben auch Schiefer und vulkanisches Gestein. Ne? Das, was natürlich auch immer durch diese Wärmespeicherung in der Nacht dann auch hat. Ne? Aber es ist schon, schon eine ganz schön... Vielfalt an verschiedenen Böden. Ja, ne? Ja. Eigentlich wird sich dann auch, und das ist ja das Spannende am Wein immer, man kann beliebig kleinteilig werden. Jetzt sprechen wir zwar über das Ahrtal als Ganzes, aber wenn man sich die einzelnen Ortschaften anschaut mit ihrer unterschiedlichen Geologie, dann wird sich das natürlich auch in den höheren Qualitäten zumindest ja auch in den Stilistiken niederschlagen. Ob das absolut. Jetzt, welcher absolut. Boden das jetzt war. Ich bin ja immer mit einem Auge auf Google Maps und versuche das nachzuvollziehen, wo wir waren oder worüber wir gerade sprechen. Und ich glaube, wir sind damals bis nach Altenburg gefahren und da war schon wirklich eng das Tal. Ja, da gibt es dann auch, ne, das Teufelsloch, also das recht berühmte, eine Wanderstrecke, wo du wirklich auch zum Teil auch Bergpfade hast. Da musst du wirklich auch als Wanderer trittsicher sein und geübt. Der Rotwein-Wanderweg ist relativ gut zu gehen, auch wenn du nicht geübt bist. Aber wenn du dann auf der anderen Seite da so ein bisschen dich aufmachst, da musst du schon trittsicher sein und da musst du auch ein bisschen Kondition haben. Also das ist auch schon... sehr zerklüftet zum Teil, ne? Also richtig vulkanisch dann. Da hat wirklich, da siehst du, welche Erdbewegungen da einfach mal stattgefunden haben. Wie groß ist denn das Anbaugebiet A? Also wir haben tatsächlich 560 Hektar. Immerhin, ne? Ja, wir sind das kleinste Anbaugebiet, klein aber oho. Mhm. Und wenn man jetzt vergleicht, die Rheinhessen, das größte hat 26.000 Hektar. Mhm. Ne? Also sind wir niedlich mit unseren 560 Hektar. Ich habe jetzt gelernt, Neustadt an der Weinstraße hat alleine schon 2.000 Hektar. Also das ist deshalb, also bei uns ist es auch so im Ahrtal, da kennt auch jeder jeden. Und wenn so die deutschen Weinmajestäten uns besuchen, dann sagen die immer, wie hier kennt ihr euch alle und wie ihr feiert alle zusammen. Und wir bringen zum Beispiel auch die Pheromone alle gemeinsam aus. Also da gibt es ein beziehungsweise zwei Wochenenden im Jahr, da gehen die Winzer alle gemeinsam hin und kriegen Parzellen. Und dann ist das auch mal nicht der eigene Weinberg, sondern noch der von Winzer XY. Dann werden diese Pheromonen
diese Pheromonfallen da aufgehangen. Also wir machen flächendeckend, hängen wir diese Dinger aus. Mhm. Ne? Das machen wir gemeinsam. Und das ist schon eine tolle Sache. Ne? Also da man ist auch sehr kollegial untereinander. Man hilft sich. Ne? Und ja, es ist schon, ja, ist schon gut. Aber auch nicht. Also ich sag mal, das heißt, ich hätte jetzt fast gesagt, lässt sich vielleicht auch anders gar nicht darstellen. Aber ich habe ja selber mal in Bensheim gewohnt. Anbaugebiet Hessische Bergstraße, mhm, und das ist ja das kleinste Anbaugebiet, Qualitätsanbaugebiet in Deutschland. Und da kokettieren die natürlich auch damit, ja. Also wobei man ehrlicherweise sagen muss, jetzt so von der Wahrnehmung her hat die Hessische Bergstraße vielleicht von den ganzen Anbaugebieten die geringste Bedeutung jetzt im deutschen Weinmarkt. Das kennt ja fast kaum einer. Der Verzehr in der Region ist ja auch, hat einen sehr, sehr hohen Anteil. Ja, und da war es meines Wissens jetzt nicht so, ich sage jetzt mal, genossenschaftlich organisiert oder kommunal organisiert, dass man sich das so weit zusammenhilft. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache. Jetzt musst du vielleicht noch mal kurz sagen, was diese Pheromonfallen sind. Ja, das sind ja so diese rotbraunen Käpselchen, die da schon mal am Weinstock hängen. Und da ist eben dieser Duftstoff drin, des Traubenwickler-Weibchens. Und das verwirrt die Männchen so sehr, dass sie das Weibchen nicht mehr finden. Und dann können die sich halt nicht mehr weiterentwickeln und werden dann auch nicht mehr schädlich für unsere Trauben. Ja. Und die zerstören quasi die Trauben oder die Blätter, auf was gehen die? Oh, ich weiß es gar nicht genau. Ja, aber auf jeden Fall ist es ein Schädling, der beträchtlichen Schaden anrichten kann. Richtig. Und wenn man den verwirrt, dann sucht er sich halt zum Schänzchen, würde man hier sagen. Ne? Und findet dann das Weibchen halt nicht. Und dann können sie halt auch keine Eier legen und weiterentwickeln. Genau. Von der Menge her, was war die letzten Jahre so, der Output, hast du da eine Zahl parat? Ja, also 2019 haben wir 41.565 Hektoliter geerntet, mhm, und auch Wein gemacht. Das ist insgesamt 0,5% des deutschen Weins. Ja, also eher gering. Jetzt ist es so, als ich dort war, und ich meine, das Ahrtal, da kommen wir vielleicht jetzt auch nochmal gleich drauf, hat natürlich auch große Namen zu bieten. Da hast du einen schon gesagt, Meyer-Nekel ist sicherlich ein Weinbaupionier, der auch übers Ahrtal hinaus Strahlkraft entwickelt hat. Demnächst wird es auch einen Meyer-Nekel-Wein geben im Podcast, und zwar den Grauwacke Spätburgunder. Den werden wir dann nochmal in der normalen Podcast-Sendung nochmal verkosten. Aber die 0,5%, die sagen natürlich jetzt noch nichts aus über die Qualität beziehungsweise das Preisniveau, weil das Ahrtal ist für mich eigentlich immer das Paradebeispiel, wenn ich auf das Thema angesprochen werde, Weinpreise. Ja, und dann ist einfach die Art und Weise, wie Weinbau betrieben wird und in welchem Preisniveau man sich bewegt, spielt natürlich eine ganz große Rolle. Maschineller Einsatz, Arbeitsaufwand etc. Und meine Erfahrung war schon, liegt ein bisschen sicherlich auch an der Rebsorte. Spätburgunder, die wichtigste sicherlich sein, ist an der A. Aber das Preisniveau an der A ist schon überdurchschnittlich im Vergleich jetzt mit anderen Weinbaugebieten in Deutschland. Ne? Ja, also es ist schon, man sagt immer, wir wären, was heißt teuer, aber das ist halt nicht ganz günstig, das stimmt schon. Ein QBA findest du selten unter 8 Euro, sage ich mal so. Es ist natürlich der, wie du schon sagtest, der Handlese, der Steillage geschuldet, ja. Angebot und Nachfrage. Wir liegen natürlich mit Bonn, Köln, Düsseldorf, wir haben das vor der Haustür, die kommen, die machen sich den Kofferraum voll und fahren wieder. Also wir müssen auch nicht schwer exportieren. Mhm. Ne? Also wir verkaufen das meiste an der A und haben dann eben auch noch, sage ich jetzt mal, das Münsterland, wo wir dann schon mal mit so einem Arbeiter-Tasting hinfahren oder in die Niederlande. Aber auch die sind ja schnell bei uns, sage ich jetzt mal so. Und die kommen gerne, denen schmeckt der Wein und die nehmen mit. Ne? Also das ist, wir haben nicht viel Menge. Ich weiß, damals war Rainer Brüderle Weinbauminister und da habe ich gesagt, mein Gott, überall nehmen Sie Wein von der Pfalz und der Nahe und was weiß ich. Ich sage, nehmen Sie doch mal einen A-Wein mit. Und dann sagt er, das ist unser Flaggschiff. Sagt er, von dem muss ich nichts.
ihr verkauft euren Kram selber, ne? Sagt er so. Und dann sage ich, aber es wäre ganz schön, wenn sie mal, ne? Und dann war ich bei Biolek kochen und da hatte er dann tatsächlich dann auch wirklich einen dabei. Da war ich dann schon beruhigt. Das ist schon richtig. Und wenn man dann sieht, dass wirklich auch Leute, die einen Namen haben oder eben auch im VDP sind, die natürlich dann auch da sich selber nochmal Sachen auferlegen, dass die natürlich ganz, du bist so ganz schnell bei 25 Euro. Absolut, ja. Ja, und das ist natürlich eine Geschichte, muss man dann überlegen, aber auch dafür haben wir Kunden. Ne? Ja. Also das gibt es wirklich. Ne? Es ist ja auch eine Gewohnheitssache. Also ich, wie gesagt, das ist schon relativ lange her, dass ich da war. Ich würde sagen, bestimmt 8 Jahre, wenn nicht 9. Also das war auch ganz am Anfang für mich in der Weinwelt. Und wir haben damals unter anderem einen Deutzer Hof auch besucht eben. Ja, und dann stehe ich da und probiere die Weine. Und damals war das für mich jetzt auch nicht selbstverständlich, jetzt pro Flasche 25 Euro auszugeben. Ist es heute auch nicht, aber heute geht es mir viel leichter von der Hand wie früher. Und man ist es halt bei uns, leider Gottes, muss man ja sagen, glaube ich, einfach auch nicht so gewohnt, für hochqualitative Lebens- oder Genussmittel halt einen angemessenen Preis zu zahlen. Und das ist eigentlich ein kulturelles Problem, finde ich, dass das so nicht wertgeschätzt wird. Aber wenn das eine Region ist, die Preise verlangen kann, weil die Qualität stimmt, weil die Nachfrage stimmt, weil es kein Überangebot gibt, dann finde ich das völlig in Ordnung, dass die Leute auch dafür vernünftig bezahlt werden und davon auch ganz normal leben können. Ja, das ist eigentlich lobenswert, finde ich, dass das eine Region ist, wo das so positiv sich darstellt. Ja, muss ich auch sagen. Und ich sage jetzt mal, wenn du einen vernünftigen Italiener oder Franzosen trinken möchtest, bezahlst du auch viel Geld. Ja. Also sind wir ganz ehrlich, ja. Also wenn du irgendwann anfängst, dich mit dieser Wein, also ich sage jetzt mal, du trinkst dich irgendwann ja mal ein und du merkst ja irgendwann, wie sich dein Gaumen schult, dann gibst du dich mit dem günstigeren vielleicht auch nicht mehr zufrieden. Ja. Das ist es ja einfach auch, ne? Und das fällt mir jetzt spontan ein, ist vielleicht tatsächlich auch ein Vorteil jetzt fürs Ahrtal aus Anbaugebiet, dass es eben auf Spätburgunder setzt, wo meine Erfahrung ist, dass das eine Rebsorte ist, wo jetzt nicht unbedingt immer Einsteigerweine hervorbringt, durch die eher blasse Farbe vielleicht auch durch die hohe Säure, was nicht jedermanns Sache ist, ist schon eine Rebsorte, wo man jetzt vielleicht ein bisschen sich erst eintrinken muss, wie du sagst. Aber wenn es geschehen ist, sitzt das Geld natürlich dann auch lockerer für höhere Qualitäten. Insofern schließt sich da der Kreis und macht dann für das Anbaugebiet vielleicht auch durchaus Sinn. Klima und Boden hast du schon angesprochen, jetzt sind wir schon bei den Rebsorten, also ich habe es jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, Spätburgunder, welche Rebsorten würdest du noch nennen, die typisch sind für das Anbaugebiet? Ja, zum einen muss man ja auch schon mal sagen, wir haben 84% roten Wein und 16% weiße Rebsorten. Und das ist natürlich, zwar im Vergleich zur Welt sind wir damit wieder gleich, weil es gibt 80% roten Wein auf der Welt und 20% weißen, aber im Vergleich zu Deutschland sind wir genau das Pendant, ne? Weil wir haben eigentlich wir haben 80% weißen Wein und nur 20% roten in Deutschland. Aber wir, wie gesagt, haben die roten Rebsorten. Von unserer gesamten Fläche sind 62% der ganzen Rebfläche eben mit dem Spätburgunder, mit dem blauen Spätburgunder bestockt. Dann haben wir natürlich, was wir auch heute verkosten werden, ganz viel Frühburgunder. Ist natürlich eine Rarität und auch eine autochthone Rebsorte, ne? Die wir halt eben an der A sehr viel haben. Wieder auch, also erlebt eine Renaissance, war ein bisschen zurückgegangen, aber wird immer mehr, auch ist im Kommen und wird auch wieder angebaut mehr. Dann haben wir natürlich Portugieser und Dornfelder, na klar. Und was natürlich auch schön ist, ist der Riesling, gerade im mittleren Ahrtal auf den Schieferböden, also da so bei Altenahr rum. Da gibt es wirklich schöne Rieslinglagen. Und natürlich sind die hellen Burgunder im Kommen, Weiß- und Grauburgunder. Und Chardonnay habe ich jetzt auch
jetzt vor ein paar Wochen getrunken, dass der im Anbau ist, ist natürlich für uns Weißwein ist schwer im Kommen im Moment. Wir merken das auch. Es gibt viele Leute, die mehr Weißwein trinken mittlerweile. Das macht uns natürlich ein bisschen zu schaffen. Wir versuchen uns mit dem Blanc de Noir natürlich abzuhelfen ein bisschen. Aber es ist wirklich eine Geschichte, da müssen wir halt gucken, dass wir da auch einfach weiterhin unseren Rotwein gut verkaufen. Ja, wobei ich jetzt sagen würde, ich weiß, die Leute machen das in Schubladen anhand der Weinfarbe. Aber jetzt sage ich mal so, von der Stilistik her ist ja der Spätburgunder und Frühburgunder vielleicht auch noch ein bisschen natürlich schon die rote Rebsorte, die jetzt stilistisch dem Weißwein noch am nächsten kommt. Ne? Es ist ja jetzt nicht eben dieses breite Wuchtbrumme mit Holz erschlagen etc., wahnsinnig viel Frucht. Das ist ja, sag ich mal, auf der Skala im Rotweinbereich sicherlich das, wo ich jetzt am nächsten einen Weißwein vielleicht zuordnen würde, ne? Schon allein wegen der hohen Säure auch. Ja, aber es ist natürlich nicht so leicht drauf zu reagieren, ne? Wenn sich da die Geschmäcker ändern, so eine Rebanlage ist jetzt nicht von heute auf morgen umgepflanzt. Nee, richtig, und bis die erstmal trägt, ne? Ja. Und dann ist ja das Problem auch mit der Bewässerung in den heißen Sommern. Also du pflanzt heute nicht mehr ganz schnell, weil das musst du alles bewässern. Mhm. Weil gerade an diesen steilen Hängen, bis da die Wurzel mal irgendwo angekommen ist, bis sie genügend Wasser hat, das dauert halt eine Runde. Ne? Und da überlegst du halt. Und da ist für uns der Weißherbst oder der Rosé und natürlich der Blanc de Noir eine gute Alternative. Mhm. Einen gekühlten Wein anzubieten. Wobei ich jetzt auch schon gesehen habe, dass es Winzer gibt, die auch roten, ähnlich wie in Italien, auch gekühlt anbieten. Mhm. Gar nicht schlecht schmeckt. Ich bin ja eigentlich so ein warmer Rotweintrinker. Okay. Ne? Aber deshalb, meine stehen nicht an der Fensterbank. Meine stehen schön auf dem Tisch. Die haben Temperatur. Ne? Ja, was würdest du sagen, ist ideal für die Spät- und Frühburgunder als Trinktemperatur? Also jetzt für die, ich sage jetzt mal, normalen QBRs würde ich schon 16 Grad in Ordnung finden, bis 18 vielleicht. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es mal eine richtige Granate ist, ich trinke die auch gerne mal bis 20 Grad oder auch drüber. Ne? Also das ist aber auch eine Geschmackssache. Ne? An Klar. Der Abo, der immer schon recht warm getrunken, der Wein. Ich mag auch den Weißwein nicht so. Ich finde, wir kühlen den oft kaputt. Mhm. Ja, ich finde, die Aromen kommen viel besser raus, wenn er ein bisschen Temperatur hat. Dann kommt der Weißwein auch viel besser. Aber das, ich finde, das ist alles so eine subjektive Geschichte. Ne? Wie mag einer Wein? Und ich mag es eben, ich möchte ja was erleben, wenn ich da riechen, schmecken. Ja, klar. Wenn es ein bisschen wärmer ist, dann kommt da auch ein bisschen mehr raus aus dem Glas. Absolut, ja. Ist auch so. Ich persönlich finde immer, dass wir die Weine eigentlich zu warm trinken. Man hat ja auch so, sage ich mal, die Leute dazu erzogen. Mein absolutes Paradebeispiel ist halt auch immer die Gastronomie jetzt beim Italiener ums Eck. Wenn der da seinen Rotwein da unter der Lampe rauszieht und dann ausschenkt, das finde ich schon fast grauenhaft. Ja. Aber die Faustregel heißt halt Zimmertemperatur und man muss aber ehrlicherweise sagen, dass bei den meisten die Zimmertemperatur eigentlich zu hoch ist, auch für jeden Rotwein. Also ein bisschen temperieren muss man schon. Aber Spätburgunder ist jetzt schon eine Rebsorte. Ich war da zum Beispiel im Elsass auch früher viel unterwegs, wo wir da in Südhessen gewohnt haben. Und da war ich schon auch überrascht, dass zum Beispiel dort der Spätburgunder mit 12, 13 Grad ausgeschenkt wird. Ja, da ist das völlig Usos, dass der Spätburgunder gekühlt serviert wird. Ich hatte ja keine Ahnung damals, hatte da in irgendeinem Restaurant den bestellt und dann kommt da ein gekühlter Rotwein. Ich dachte erst, was habe ich fast falsch gemacht oder hat er mich falsch verstanden oder wie auch immer. Aber so unterschiedlich ist es in den Regionen, ja, dass man das eben ganz anders lebt. Grundsätzlich zur Theorie ist es halt schon so, dass je kühler ein Getränk ist, desto verschlossener stellt sich's dar und oft ist es auch so, dass halt einfache Weine kühler besser funktionieren, weil die Qualität halt einfach nicht stimmt. Ja. Deswegen sind Alkopops, ist mein Paradebeispiel, halt immer trinkt man am besten bei 0 Grad, weil es sonst schnell grauenhaft wird. Ja. Und je schlechter der Wein, desto mehr muss er gekühlt werden, ist so eine Faustregel für mein Überleben in der Weinwelt immer. Ja, ist tatsächlich so.
Rebsorten haben wir, dann würde ich sagen, wird es langsam Zeit für die Weine. Ja, würde ich auch sagen, es ist trocken hier. Sind wir fast schon eine Stunde unterwegs. Ja, ich, da du ja Podcast-Hörerin bist oder warst zumindest, ich weiß gar nicht, was du aktuell sagst. Nee, ich höre fleißig, wenn ich Zeit habe. Das Schöne am Podcast ist ja, du kannst das ja immer wieder, also du kannst das ja abspielen, wie du möchtest. Du kannst auch nur die Folgen abspielen, die du vielleicht im Moment gerade interessant findest und genau so spielst dann eine andere Folge wann anders ab. Also ich habe mir dann auch schön die Weine immer gekauft, ne, die du da vorgeschlagen hast, ja. Sehr gut, ja, so soll es sein. Ja, bei jeder Verkostung geht es bei mir immer erstmal los, dass ich mir die Flasche mal anschaue. Und du beziehungsweise die Winzer waren ja sehr großzügig. Ihr habt insgesamt mir 6 Weine zur Verfügung gestellt. 5 davon werden wir jetzt probieren. Und den Anfang macht ein Frühburgunder, wie wir es schon gesagt hatten, vom Ahrweiler Winzerverein. Und zwar halbtrocken, aus Qualitätswein deklariert, 2018er Jahrgang. Und die Flasche fällt jetzt deswegen schon mal ein bisschen aus dem Rahmen, weil das die einzige Burgunderflasche ist. Ja, genau. Die anderen sind ja, ich weiß es gar nicht, also eine Bordeaux-Flasche sind die anderen nicht, dafür sind sie zu schmal und zu hoch. Wie nennt man denn von dem Körtgen die Flaschenform? Das ist eine Bordeaux-Flasche, würde ich aber tatsächlich. Bordeaux-Flasche würdest du schon sagen. Das ist eine Bordeaux-Flasche. Dann würde ich aber vom Weingut Lingen, der eine ist tatsächlich auch eine Burgunderflasche. Auch eine, hast du recht. Ja. Und ja. Die andere weiß ich nicht so genau, wie man die heißt. Und das letzte halt die Schlegelflasche, ne? Genau, die Schlegelflasche, richtig. Die man eigentlich jetzt vom Riesling. Genau. Ja. Ja, vielleicht grundsätzlich, bevor wir anfangen, Frühburgunder. Also mein allerersten Frühburgunder, wo ich getrunken habe, das war ein Fränkischer vom Weingut Fürst in Bürgstadt. Ein ganz großer Name auch. Und da bin ich zum ersten Mal auf die Rebsorte gestoßen. Ja, es ist eine Mutation des Spätburgunders. Gehört damit natürlich, wie der Name jetzt eher auch nahelegt, zu der großen Burgunderfamilie. Und sein Markenzeichen ist, dass er eben früher reift wie der Spätburgunder, ne? Beziehungsweise der Spätburgunder reift eben sehr spät, was einige Probleme mit sich bringt, zumindest brachte im Zuge der Klimaerwärmung oder Klimaveränderung, ist es vielleicht nicht mehr ganz so dramatisch, aber der Frühburgunder wird ein bisschen früher reif. Wie würdest du sonst noch die Rebsorte beschreiben? Was zeichnet sie aus? Warum ist sie im Ahrtal so eine große Nummer mittlerweile? Also früher war so ein bisschen der kleine Bruder des oder die kleine Schwester des Spätburgunders. Und ich finde, das wird dem Frühburgunder eigentlich nicht gerecht. Also es ist natürlich so, er wird früher gelesen, wird früher reif, hat natürlich dann dementsprechend auch vielleicht nicht so ganz, ist nicht ganz so kräftig, ist also filigraner, ist eleganter, hat aber auch unheimlich schön, würde ich sagen, eher rote Beeren statt schwarze, kann aber auch schon mal sein, je nachdem, wie warm das ja auch ist. Die Sachen im Ahrtal oder die Weine im Ahrtal sind generell auch ein bisschen, haben so ein bisschen Aromen von Kräutern auch, also sind auch ein bisschen vegetativ. Und wir im Ahrtal sagen oft, das ist eine Diva. Ja, er ist natürlich schwierig, der Frühburgunder, neigt natürlich wie der Spätburgunder zum Verrieseln, aber wirklich noch extremer. Also er muss wirklich gepeppt werden. Aber wenn er dann Trauben hervorbringt und wirklich eine gute Lese haben, dann haben wir auch großartige Weine. Also es können große Weine werden. Ne? Aber wie gesagt, im Ganzen würde ich sagen, ist viel filigraner, ist etwas eleganter als der Spätburgunder, der manchmal schon so ein bisschen breiter daherkommen kann. Ne? Ja, das hängt aber auch extrem stark davon ab, aus welcher Region man jetzt den Spätburgunder hat. Auf welchen Boden der wächst, ne? Natürlich. Weil Burgund ist natürlich, oder auch Rheingau, Spätburgunder sind jetzt breit, würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn du jetzt nach Baden gehst, dann ist es natürlich schon allein von der Vinifikation her eine ganz andere Nummer. Da wird ja oft mit Thermovinifikation gearbeitet, um die Extraktion und so weiter zu erhöhen. Er gibt natürlich ganz andere Stile, wie das, was wir jetzt gleich im Glas haben werden.
Ja, Frühburgunder, du sagst es schon, kleine Schwester. Ich sag mal, außerhalb vom Ahrtal, glaube ich, wird es auch so noch wahrgenommen. Da war ja auch in Vorbereitung jetzt von unserem Gespräch, habe ich nochmal nachgelesen, der war ja auch tatsächlich kurz vorm Aussterben bedroht. Ne? Das war ja wirklich im Verschwinden begriffen und erlebt jetzt eine Renaissance, du hast es ja schon gesagt. Ne? Also bei uns wird er auch recht hochgehalten. Also es gibt alle 2 Jahre das mit Slow Food hat das mit ins Leben gerufen, das Frühburgunderforum. Da werden also wirklich an dem Samstag nur Frühburgunder verkostet von der gesamten Ahr. Also es ist schon eine starke, ein starkes Kommen des Frühburgunders. Mhm. Und der wird sehr, sehr wertgeschätzt. Und das ist für uns auch so die Rarität, das Merkmal auch der Ahr. Ja. Also wird sehr hochgehalten und sehr geschätzt. Also ihr versucht es auf gut Deutsch, ihr versucht das so ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal auch zu etablieren. Auch, ich meine, ihr seid nicht die Einzigen, ganz klar, gibt andere auch, andere Weinbaugegenden, aber man versucht das ein bisschen zu promoten, dass man sich da drauf fokussiert ein Stück weit. Ja, genau. Okay. Kommen wir vielleicht noch zu den Münzervereinen zu sprechen. Ich würde jetzt sagen, es handelt sich dabei um eine Genossenschaft oder wie? Genau. Na, das ist die Genossenschaft in Ahrweiler, eben der Ahrweiler Winzerverein, hat 78 Mitglieder, 24 Hektar Rebfläche, 85% rote und 15% weiße Trauben. Dadurch, dass es eben zum Teil auch Nebenerwerbswinzer sind, ist natürlich die Handarbeit im Weinberg steht im Vordergrund. Der Winzerverein ist so, dass es da, wo ich früher die Weinproben auch gemacht habe, also ich habe 12 Jahre da während meines Studiums nebenbei gearbeitet eben auch und baut klassisch, also es ist klassisch, die Maischevergärung wird gemacht, um eben Farbe, Aroma und Gerbstoffstruktur herauszufiltern und die Rotweine werden in Eichenholzfässern ausgebaut. Okay. Also ob alt oder neu und egal in welcher Größe, Fuderstück oder Barrique, das ist egal, das kommt immer darauf an, wie ist der Wein, was passt zu seiner Stilistik. Und da haben wir auch, mittlerweile sind da jetzt sehr viele junge, so innovative Leute wieder am Werk, die da wirklich gute Rotweine oder gute Weißwein oder gute Weine an sich wieder herstellen im Winzerverein. Und da muss ich sagen, wo man auch sagt, wir hatten gerade eben darüber gesprochen, um den Preis, der liegt hier mit 8,50 Euro, finde ich, also gut, mir ist es halt auch nicht so teuer, das muss ich immer dazu sagen, aber das ist wirklich ein schöner Wein, der ja auch als offizieller Supplier bei der Berlinale eben ist, ist ein Berlinale-Wein, also das ist wirklich ein schöner Wein, den man gut trinken kann, der vielleicht auch der einem Einsteiger auch gut schmeckt. Auch mal so ein, ich sage immer so, es muss ja nicht nur Weine geben, die ich zu irgendwelchen wilden Gerichten trinke, sondern die muss ich auch abends mal zum Butterbrot trinken können. Ne? Ja. Und das oder mal einfach so auf der Terrasse oder mal abends vor dem Fernsehen. Ne? Ich muss ja nicht immer was im Glas haben, was wo ich jetzt da sage, oh, was rieche ich jetzt und so. Das, also sowas finde ich ist ganz wichtig auch. Ja, nicht jeder Wein kann Kamin- oder Philosophenwein sein und ich denke, es muss zum Anlass passen und da sage ich halt immer, jeder Wein hat auch seine Daseinsberechtigung in jeder Qualität. Richtig. Auch einfache Weine muss es geben, weil wenn ich jetzt die viel zitierte Gartenparty mache, möchte ich jetzt auch nicht die 35-Euro-Flasche hinstellen. Vielleicht zu kompliziert und zu schade für die Besucher. Da kann es auch mal ein einfacher Wein sein. Und du sagst es, auf dem Rückenetikett steht es auch, 12,5% ist jetzt für einen Rotwein, sage ich mal, vielleicht tendenziell ein bisschen unterm Durchschnitt. Aber das macht ihn natürlich auch besser trinkbar als Standalone-Wein. Ohne dass ihm jetzt gleich der Kopf wegfliegt. Ne? Ja, also er hatte 92 Grad Öxle. Ne? Und da muss ich sagen, dann sind die 12,5 Volumenprozent auch völlig in Ordnung. Das heißt, der ist auch nicht angereichert worden. Und ich finde, manchmal legen wir auch zu viel Alkohol auf die Weine. Ja, und ich finde auch ab 13,5 macht das oder ab 14 macht das auch keinen Spaß mehr irgendwann. Ne? Dann, ja, das hat ja auch, ich meine, trinkst du 3 Gläser, bist du Knülle. Also. Ja. Das muss man ja auch mal sehen. Ne? Ja. Und es steht ja auch nicht jedem Wein, der viele Alkohol. 100%, ja. Und die Tendenz der letzten Jahre ist ja auch, dass immer die Nachfrage immer größer wurde nach alkoholschwachen Weinen. Das ist schon ein Trend, den man insgesamt feststellt. Ja, Wein in Moderation ist ja, ne? Genau. Ist ja ein Schlagwort. Ja.
Jetzt weißt du sogar die Öxle bei der Lese. Ich nehme an, nachdem es ja ein Winzergenossenschaftswein ist, ist das ein Durchschnittswert wahrscheinlich durch die über alle verwendeten Parzellen. Oder ist das der Maximalwert, der der Maische dann, ne? Der Maische von der, genau, also quasi von dem, dem, was dann eingemeischt worden ist zusammen. Und halbtrocken ist er jetzt klassifiziert. In der Analyse, wenn du hast wahrscheinlich einen Zettel vor. Ja, 9 Gramm Restzucker. Ne? Also knapp drüber. Knapp drüber und hat ungefähr 5 Gramm Säure. Ah ja, das ist ja eigentlich ein super Verhältnis. Ne? Ja. Dann probieren wir doch einfach mal. Ich habe ihn schon eingeschenkt. Bist du schon soweit? Natürlich. Natürlich schon. Ja, also von der Farbe her, ich meine, wir nehmen hier 10 Uhr abends auf. Das heißt, Tageslicht habe ich jetzt hier nicht mehr. Auf jeden Fall würde ich sagen, eine sehr transparente Farbe, aber durchaus dunkler, wie ich es jetzt vielleicht für einen Spätburgunder halten würde. Ja, ne? Also ich finde, der geht so ein bisschen, also er ist nicht purpur, aber der geht also schon in dieses Violette. Mhm. Zwar ist er durchscheinend, da gebe ich, also hat keine tiefe oder hohe Farbtiefe, sondern würde ich sagen eher eine blasse bis mittlere, ne? Ja. Aber dennoch ist er relativ von der Intensität, also von der Farbe an sich, ist er schon dunkler als ein Rubinrot. Ne? Ja, die Farbe ist dunkel, aber die Transparenz ist hoch und es bildet sich nicht so eine Kernfarbe, eine undurchlässige Kernfarbe hat er jetzt nicht. Weil, was würde man da sagen? Das ist vielleicht ein dunkles Rubinrot mit violetten Reflexen. Mhm. Kann man das so zusammenfassen? Ja, 2018 hat man gesagt, das heißt, der wässrige Rand fällt noch eher schmal aus. Das ist für junge Weine ja eher typisch, daher vielleicht auch noch die violetten Reflexe. Wie war denn 2018 im Ahrtal? Ich habe keine Erinnerung mehr. Wie heiß. Das? Heiß, ne? Hm. Heiß. Ja. Das war brutal heiß. das war so rein. Heiß, dass meine Kinder aus dem Schwimmbad zurückkamen und gesagt haben, es ist uns zu heiß, wir sitzen lieber im Haus. Okay. Ja, also. Ja, also die Kirsche hat er auch, ne? Da ist schon die, aber es ist mehr so eine Schattenmorelle, also ist schon auch was ziemlich Möglichkeit. Mhm. Ja, ein bisschen Kräuter, ein bisschen Gewürze, ja. Ja. Eine ziemlich herbe Note auch. Fast schon so ein bisschen der Majoran oder was ist das? Was ist diese Würze? Ja, es ist schon sehr kräutrig, ja. Sehr kräutig, ja. Also in der Nase, man merkt schon die Fruchtsüße, die aufsteigt. Also man erahnt es vielleicht schon in der Nase ein bisschen, dass der Wein jetzt nicht ganz trocken ist. Aber auf jeden Fall rote Aromen, also für mich ist es die Kirsche in erster Linie, aber sehr stark flankiert durch diese Kräuternote eben. Schwenke ich mal das Glas und schaue, wie er dann ist. Ja, da tritt das Krautige ein bisschen Hintergrund. Ja, aber insgesamt schon mal eine schöne Nase, die viel verspricht. Ne? Das spricht schon für, ich weiß jetzt nicht, wie der einsortiert ist in der Genossenschaft, aber die Halbtrocknen, wir hatten es ja im Vorgespräch schon kurz angedeutet, ist tendenziell, sage ich mal so, eher in der Einstiegsqualität meistens verortet. Deswegen stellen wir jetzt den in dem Flight auch vorne ran, weil wir gesagt haben, normalerweise könnte man ja auch nach der Geschmacksrichtung oder dem Süßegrad die Weine sortieren im Flight. Aber wir haben uns jetzt entschieden, das nach Qualität zu machen. Und das wollte ich sagen, für die Einstiegsqualität im besten Watson ist es sehr ordentlich, was man in der Nase hat. Mhm. Mhm. Ja. Na, da hat man, ich finde auch diese Sauerkirsche, das hat man definitiv. Ne, ein bisschen adstringierend von den Gerbstoffen. Mhm. Ja. Also was auffällt, also ich weiß nicht, wie die Leute Wein kaufen, aber halbtrocken trifft es hier für mich sensorisch fast schon nicht mehr. Also nee. Man merkt natürlich die Restsüße, klar, hat er, brauchen wir nicht drüber diskutieren.
Aber wenn jetzt jemand in den Laden geht und sagt, er will einen halbtrockenen Wein, dann kann ich mir vorstellen, ist er vielleicht überrascht, dass er dann doch so wenig Zucker hat. Richtig. Ne? Also hatte ich jetzt gerade auch, der ist schon wirklich sehr an der Grenze. Ne? Sehr an der Grenze. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand wirklich, der halbtrocken erwartet, dass er dem auch zu Gerbstoff betont vielleicht auch ist. Ne? Aber süffig finde ich ihn trotzdem. Also man merkt die kräftige Säure, man speichelt da ganz schön nach. Das macht ihn natürlich elegant und vom Körper her ein bisschen leichter. Der Alkohol, der geringe, unterstreicht es nochmal. Der Wein hat auch insgesamt eine sehr geringe Viskosität. Das liegt halt auch an dem geringen Alkohol. Also er wirkt, das ganze Mundgefühl ist eher von Eleganz und Leichtigkeit geprägt für mich jetzt. Ja, vielleicht das, was man gar nicht als Nicht-Wein-Kenner in Anführungszeichen vielleicht genau nicht von einem Rotwein erwartet. Also es ist ein sehr schlanker, puristischer Stil vielleicht, der sehr elegant daherkommt. Das ist jetzt eben nicht genau das, was viele, also ich erlebe das in vielen Weinseminaren oft, dass die Weine möglichst dunkel, möglichst schwer, möglichst viel Holz haben müssen, dass es bei den Leuten als guter Rotwein angesehen wird. Und das repräsentiert der Wein jetzt eigentlich nicht, aber ich finde das gut. Also ja, der erschlägt nicht, ne? Also nicht. Der ist, also ich finde auch, also das ist was, das muss ja auch nicht immer so dieses Mega-Gefühl im Mund sein und das, sondern das ist auch einer, der macht so ein bisschen Lust auf mehr, weil er nicht so satt macht. Richtig. Vielleicht auch, ne? Ja, Tannine hast du schon angesprochen. Also hat schon einen schönen Grip. Ja, also da merkt man schon, dass das Lesegut reif war. Da ist nichts Grünes dabei. Nee, eher feinkörnig. Astringierend ist es ein bisschen. Man merkt es eher so vielleicht an den Zähnen ein bisschen, Zähnen, diese stumpfe Schmirgelpapier. Ja, also finde ich gekonnt für 8,50 Euro. Ja, da muss ich mir nicht irgendwas günstiges No-Name-Ding aus dem Supermarkt kaufen. Definitiv nicht. Ja, aber wie du sagst, also ein Wein, der einfach Lust auf mehr macht. Ja. Gar keine Frage. Ein sehr süffiger Wein, der Spaß macht, der leicht ist, der auch in dieser Preisklasse schon einen Qualitätsanspruch mit sich bringt. Ja, lecker. Kann man nicht anders sagen. Ja, es sollte jung getrunken werden. Also das ist keiner, den du ewig in den Keller legst. Ja. Ne? Aber ich finde auch, ich sag jetzt mal, zur Pizza oder zum Butterbrot abends. Pizza, also ich super, finde, das ist so einer, der passt da. Ne? Ja, Pizza kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ne? Also, ne? Wäre jetzt schön, wenn wir ein Stück hätten. Dachte ich mir auch gerade, ja. Das wäre jetzt das Beste, ja. Aber was wir essen, können wir auch trinken. Und das soll jetzt die Überleitung zum zweiten Wein sein. Auch ein Frühburgunder. Und jetzt von dem Weingut Körtgen. Genau. Das kann ich gar nicht so schön sagen wie du, weil mir der rheinländische Zungenschlag fehlt, der bei dir ein bisschen rauskommt. Genau, also man würde Körtgen sagen. Also hier im Ahrweiler sagt man Körtchen. Ah, okay. Körtchen sagt man hier. Und ja, Weingut Körtgen ist ein Familienweingut, die das Ehepaar betreibt das Weingut seit 1990. Die haben auch eine Weinstube, eine sehr gute Weinstube, wo du auch ganz toll essen kannst. Und wenn der Gastgeber die Zeit und die Muße hat, setzt er sich abends ans Klavier und spielt dann den Gästen 1 bis 2 Lieder vor. Das macht er wirklich sehr schön. Also das hat sowas ganz Stilvolles, ne? Also das ist auch mit wirklich leckeren Sachen, die du da essen kannst, urig eingerichtet, aber ja, ich würde sagen, schon gehoben, also richtig gut. Das ist ein Familienbetrieb, der Sohn lernt mittlerweile auch oder ist auch Winzer. Die eine Tochter studiert Weinbau, auch in Geisenheim. Die bewirtschaften zusammen 2,5 Hektar, bauen Spät- und Frühburgunder an, Dornfelder, Regent und Rivana. Auch sie
haben eben eine traditionelle Weinverarbeitung wie im Winzerverein. Also das heißt, die Roten kommen ins Holzfass, die Weißen auch im Stahltank eben, um die Frische und Fruchtigkeit zu behalten und die Roten eben, um sich ja zu entwickeln im Holzfass. Das Schöne an diesem Weingut Körtgen ist eben, und das ist ja das, was wir nicht heute verkosten, ist ja, dass er eine Sektmanufaktur auch hat. Mhm. Und dort wird wirklich die klassische Flaschengärmethode angewandt. Die Sekte liegen 9 bis 30 Monate auf der Flasche, werden handgerüttelt und auch handdegugiert. Okay. Also und er versektet auch zum Teil für andere. Also das ist so, er hat sich da so ein bisschen spezialisiert und macht wirklich ganz, ganz schöne Sekte auch. Mhm. Mhm. Und bei ihm ist noch, also was ich noch herausgefunden habe, war, dass der Blanc de Noir eben durch Saftabzug hergestellt wird. Dadurch werden natürlich die Roten ein bisschen auch extraktreicher dann natürlich, wenn er von der Maische den Saft wegnimmt, um den Blanc de Noir herzustellen, bleibt für die Roten natürlich auch ein bisschen mehr. Also Saftabzug in der Weinwelt oder im Französischen das Sainé-Verfahren, denke ich mal, das ist damit genau gemeint. Ja. Und was genau das ist, das könnt ihr auch zum Beispiel in einem Online-Weinkurs von mir in dem 8. Online-Weinkurs, da geht es um die Roséweine. Da gehe ich dann auf das Sainé-Verfahren auch nochmal im Detail ein. Aber wie du schon sagst, es ist zum Teil, oder der ursprüngliche Gedanke war von dem Sainé-Verfahren, qualitätssteigernde Maßnahmen für den Rotwein, und somit war der Roséwein eigentlich ein Nebenprodukt. Ja, also ein spannendes Weingut, was sich auch auf die Schaumweinproduktion fokussiert und da seinen Weg geht. Und jetzt haben wir eben von ihm ein Frühburgunder trocken aus dem Jahr 2017 in einer Burgunderflasche, würde ich das vielleicht nennen. Bordeaux-Flasche. Entschuldigung, Bordeaux-Flasche, natürlich, ja. Genau. Und vorne ist es eher nüchtern gehalten. Hinten drauf steht dann eben nochmal deutscher Qualitätswein. Und das Ganze, der Weingut an sich ist in dem Hauptort Ahrweiler eben. Und hat 13%. Mhm. 2017 war auch warm, oder? Ja, war auch warm. War auch warm. Das waren zwei unheimlich warme Jahre nacheinander. Also, wo das schon wirklich extrem, ne, war, auch mit der Trockenheit, so mit Sonnenbrand zu kämpfen, hat zum Teil eben auch, ne? Und ja, da würde ich jetzt sagen, das ist eine schöne rubinrote Farbe. Ja. Ja. Auch nicht, wie an der A so oft, eben keine hohe Farbintensität, sondern das ist, ich würde schon sagen, das ist klassisch für die A. Also wenn es reine, also die dunkleren würde ich fast immer sagen, da ist auch manchmal ein Schuss Dornfelder mit drin, ne? Das wissen wir ja laut deutschem Weinrecht, aber hier ist es eben nicht so, weil das siehst du schon an der Farbe. Ja, das finde ich aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe das hier auch schon mal in der Stelle gesagt, ich finde das immer einen ganz schönen Fauxpas, sage ich mal. Die hochwertigste Rebsorte, also da denke ich halt an Spätburgunder, aber Frühburgunder steht ihm ja jetzt im Nichts nach. Den mit der in Anführungszeichen möglicherweise nicht ganz so hochwertigen Sorte Dornfelder zu verschneiden, das ist schon irgendwo wo krass, ja. Ja, die Farbe, ich weiß nicht, ob es an meinen Lichtverhältnissen liegt, das geht fast schon so im Randbereich, geht fast schon so in Granatrot. Das geht ja, schon, genau. Schon so ein bisschen einen orangenen oder orangenen Touch fast, so ein Siegelfarben vielleicht sogar, genau, schon. Da geht es rein, genau. Ja, die Nase finde ich spannend, also ganz anders. Kirsche ist natürlich auch da, aber ja, es hat ich schon... Ich finde auch so was Himbeeriges oder Erdbeere. Ja, Himbeer trifft es ganz gut. Hat aber auch so eine leicht rauchige Note. Also für mich hat Holznote. So ein bisschen eine, ich hätte jetzt fast gesagt, so eine Holznote. War der im Holzfass? Ja, eine Holznote. Also ich würde fast sogar sagen, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es ein Barrique ist, aber auf jeden Fall, das kann ja auch ein neues Stück oder neues Puderfass oder sowas sein. Kommt auf jeden Fall deutlich, ne? Ja, also eine Holznote hat er. Finde ich aber ganz angenehm.
die bringt, ja, wie beschreibe ich es? Es hat fast sowas. Ja, das ist jetzt interessant, weil halt da die Würzigkeit auch nochmal dazu kommt von der Rebsorte und vom Anbaugebiet an sich. Es geht für mich fast so ein bisschen in Richtung Lebkuchen sogar. Ja, schwenke ich es mal. Vielleicht ändert sich es da. Ja, der ist dann weg. Oder ist ja oft so, dass die Holzaromen ja, ja, im ungeschwenkten Zustand viel präsenter sind. Ja. Oder so Dominosteine. Irgendwas, was so würzig, süßlich daherkommt. Ja, tolle Nase auch. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jetzt in der Blindverkostung, wenn ich die mal jetzt so im Glas habe, also ich hätte einen Frühburgunder ja nie auf dem Schirm. Wenn ich das jetzt so sehe und rieche, ich würde halt immer auf Spätburgunder. Ja gut, das, na klar, es ist auch super schwer, das muss man wirklich sagen. Ne? Also die Frühburgunder und Spätburgunder zu unterscheiden, ist schon sehr, sehr schwierig. Ne? Gerade jetzt mit der Farbe, ne? Wenn es ein bisschen blasser daherkommt. Ja, noch. Richtig. Ja, aber sind sich ja auch sehr, sehr ähnlich. Da finde ich, kommen die Früchte halt immer noch mal schön, ne? Ja. Zur Geltung auch so, doch wirklich Himbeere. Also, Himbeere ist es, ja. Und das Holz bleibt im Mund, aber angenehm im Mund. Aber hinten der Nachgeschmack finde ich jetzt spannend, hat für mich fast schon so eine Unterholznote. So fast Waldboden. Ganz verrückt, was ich jetzt da in die Ecke gar nicht gestellt hätte, was mich jetzt, ich muss nochmal probieren. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt da total im Fauxpas gehe meinerseits, aber mit dieser Kirsche, mit dieser straffen Säure, jetzt habe ich halt noch so Waldaromen mit dem Holzfass. Es erinnert ein wenig auch an Chianti Classico, finde ich. Weil der hat ja auch oft diese Kirsche, ist auch so natürlich Holzfass ausgebaut, hat auch die straffe Säure. Ist zwar anders, wenn wir jetzt daneben einen Chianti Classico hätten, würde man die Unterschiede schmecken. Aber so jetzt der Wein, ein Ticken, finde ich, hat es davon was. Ja, die Tannine sind schon anders. Also wenn ich jetzt an Sangiovese denke, da hätte man viel kräftigere Tannine. Die sind hier schon anders strukturiert. Ja, aber diese Waldnote, finde ich, diese Unterholznote, finde ich. Ja, toll. Ja, du hast recht. Mhm. Ja, oder so wie, na, Walderdbeere will ich nicht sagen, aber die schmeckt ja auch anders, ne? Mhm. Ja. Diese kleinen Dinger da, die Monatserdbeere meinst du, ne? Mhm. Na, die ja auch eher dann, naja, im Moos will ich jetzt nicht sagen, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja, Moos ist es nicht. Das ist jetzt nicht dieses Modrige oder so. Das ist so Unterholz einfach, so ein bisschen Wald einfach. Fühl mich im Wald. Ja. Aber wenn man jetzt so reinriecht, ja, jetzt steige ich mich da halt auch rein, aber ja, so einen ganz leichten. Ja, das ist das Vegetabile halt, das mischt sich jetzt ein bisschen. Ich kann mir da auch so einen ganz leichten Pilzaromatik noch reindichten. Ja, spannend, super. Ich habe aber auch was Vanilliges, also so, also ganz, nicht präsent, aber so ein bisschen weiter hinten. Mhm. Ja, da sieht man schon mal, wie komplex der Wein ist. Also wenn man jetzt so lange über einen Wein sprechen kann, das spricht schon mal für seine Komplexität und er entwickelt sich ja auch im Glas, das merke ich jetzt auch schon, dass der jetzt schon mit ein bisschen Luft auch wieder anders ist, wie jetzt frisch geöffnet. Wo steht der denn preislich? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht und ich bin auch ganz ehrlich, da habe ich auch verschusselt, das Blatt. Ja, das macht nichts. Mhm. Bringt mich aber zu dem Punkt, man kann die Weine, wer das nachvollziehen möchte, aber auch bei dem Winzer direkt bestellen, oder? Genau. Also in den Shownotes, liebe Hörer, werdet ihr dann die ganzen Links zu den Herstellern auffinden und das macht es euch dann auch einfach, die Weine dann
bei den Winzern eben zu bestellen. Ja, oder an die A zu kommen und vor Ort zu kaufen. Oder das ist immer das Beste, was man machen kann. Ja, toller Wein. Ganz anders wie der erste, ne? Ganz anders. Ja. Na, ganz anders. Aber da, ich finde, wenn man so lang sprichst du halt über rebsortenreine Weine, finde ich auch. Weil an denen musst du dich auch mal festbeißen. Die sind nicht immer leicht zugänglich. Du musst, was soll ich sagen, du musst davon eine Flasche trinken. Nee, aber ne, man muss schon ein bisschen mehr davon trinken, um... Ja, vielleicht gar nicht mal in der Menge jetzt von einem Wein, sondern halt auch vielleicht von einer Rebsorte mehrere Weine von verschiedenen Herstellern, vielleicht auch von verschiedenen Regionen. Aber mit deiner Aussage machst du natürlich einen riesen Fass auf. Ich hatte vor kurzem so eine Professional-Verkostung von Consorzio Chianti Classico. Deswegen komme ich da jetzt vielleicht auch drauf vorhin. Da ging es auch darum, dass man jetzt sagt, ich will das Thema jetzt gar nicht so breit walzen, weil Toskana ist jetzt nicht unser Thema, aber die Tendenz in der höchsten Kategorie, die sie vor ein paar Jahren eingeführt haben, ist auch, die Weine eben reinsortig auszubauen, also rein Sangiovese. Und ich fand das total spannend, weil die Diskussion, ob jetzt reinsortige Weine oder Cuvées die besseren Weine sind, das ist ja eine Diskussion, die ist so alt wie die Weine selber. Und je nachdem, wen man fragt, merkt man schon, es spielt eine ganz große Rolle, wo der herkommt oder mit was für einer Weinart er aufgewachsen ist, sozusagen. Und ich sag mal, das beste Gegenbeispiel ist natürlich immer das Bordeaux, wo man ja immer Cuvées hat und keiner würde jetzt wahrscheinlich dagegen was sagen können, dass die Bordeaux-Weine mit zu den größten Weinen der Welt zählen. Und weil sie Cuvées sind, das kann dann jeder für sich selber beantworten. Aber ich habe das immer verneint, wenn dann irgendwelche Seminarteilnehmer gesagt haben, eine Cuvée ist ja immer schlechter wie reinsortig, weil damit quasi die Nachteile überdeckt werden und man Makel ausgleichen kann. Und bei reinsortigen Wein hat man die Möglichkeit nicht, da muss man quasi sein ganzes Können und Know-how hineinstecken, um das Potenzial der Rebsorte zu heben und kann dann nicht tricksen, in Anführungszeichen. Ja. Dem habe ich bisher widersprochen, aber wenn man jetzt, ich komme immer mehr in die Richtung, dass vielleicht an der Idee, wie ich es jetzt vom Chianti Classico erzählt bekommen habe, vielleicht doch was dran ist, dass die ganz große Schule, jetzt mal abgesehen von einigen wenigen Anbauregionen wie es Bordeaux als Beispiel, ausgenommen, vielleicht doch so ist, dass die reinsortigen Weine die tatsächliche Königsklasse sind. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe die Ansicht bisher eher als deutsche Eigenart abgestempelt, weil bei uns halt die Rebsorte so extrem im Mittelpunkt steht. Vielleicht ändert sich das jetzt mit dem neuen Weingesetz, aber diese Rebsortenfixiertheit ist eigentlich schon eine Spezialität des deutschen oder deutschsprachigen Weinanbaus. Ne? Naja. Bisschen abgedriftet, aber so ist es immer, wenn man mal über Wein zum Reden kommt. Was wollen wir noch zu dem Wein sagen? Oder wir haben ja, ich glaube, von dem Hersteller, von dem Winzer haben wir noch eine Flasche, ne? Von dem Körtgen. Ja, da hatten wir ja den Sekt. Genau. Ja, den wir ja dann mit unseren Partnern trinken. Richtig. Bei einem schönen Anlass. da warten wir auf den richtigen Moment. Gut. Dann starten wir mit den nächsten beiden. Das ist zum einen dann der Spätburgunder. Genau. Und der Frühburgunder, beide von den Peterlingen. Richtig. Da steht jetzt drauf aus Bad 9a. Ja, richtig. Also das ist auch ein Familienweingut. Die betreiben Weinbau seit 1599 in der 10. und 11. Generation. Wahnsinn. Sie bewirtschaften 4 Hektar und haben zum Teil bis zu 60 Jahre alte Rebanlagen. Ich habe jetzt ein bisschen auch gelesen noch. Also das ist wohl so, dass die Familie über die Stadtteile Ahrweiler und Bachem eben irgendwann sich da in Bad Neuna angesiedelt haben, damals irgendwann, und haben dann da ihren Weinbau
betrieben und groß hochgebracht. Und das eine ist ja auch ein Lagenwein, eben der Spätburgunder Neunacher Kirchtürmchen. Und das ist auch eine sehr gute Lage eben in Bad Neuenahr. Da gibt's nicht, wir haben ja nur 43 Einzellagen und eine Großlage. Also bei uns gibt das ja auch nicht so viel her. Ja. Das Ahrtal bei 560 Hektar. Beim Peter, muss ich sagen, die hatten auch mal eine Weinstube. Da habe ich früher dann auch schon mal gekellnert und geholfen in der Weinstube. Also du siehst, das ist alles sehr verzahnt bei uns und jeder kennt wirklich jeden. Und ich muss sagen, der Peter macht Weine, also die haben vor 25 Jahren, er ist sich sehr treu geblieben, haben die schon ähnlich geschmeckt und ich finde, es ist ein ganz typischer Arburgunder, beide. Also wenn ich eine Flasche vom Peter aufmache, dann wage ich zu behaupten, dass ich das doch wirklich fast erkenne. Also ich finde, er macht ganz tolle und ganz atypische Weine. Und gerade im Burgunderbereich ist er wirklich sehr, sehr gut und immer wieder ein Wein, den ich sehr, sehr gerne trinke und gerne auch im Keller habe, der wirklich bestimmt gut passt. Also ich weiß, ich weiß gar nicht, ob es einer von den beiden war oder noch ein anderer Frühburgunder. Den habe ich an Ostern zum Lamm getrunken. Also wirklich wahnsinnig fantastisch. Ganz viel mit Frucht ist bei ihm drin. Und er baut eben auch klassisch im Holzfass aus und macht das schon sehr, sehr viele Jahre. Und da merkt man eben auch die Erfahrenheit, die er als Winzer da mitbringt. Ne? Ja. Ja, das Etikett kommt jetzt auch klassisch daher. Genau. Da hat er sein Weingut abgebildet auf dem Etikett, ne? Ja, richtig. Ja. Und das ist, glaube ich, das, also ich glaube, das gibt es schon länger. Es gibt schon länger, sagst du. Ja, ich glaube, das gibt es schon länger. Ist aber ja auch vielleicht nicht schlecht. Ich war jetzt, wie gesagt, als wir uns da in der Pfalz getroffen haben, die ehemals pfälzische Weinkönigin, die damals eben pfälzische Weinkönigin war, die arbeitet bei Wassermann Jordan. Mhm. Die sind ja dann wieder auf diese alten Etiketten, auf diese Jugendstil-Etiketten. Ja, die finde ich ja traumhaft. Also, ich bin ja so ein Jugendstil-Fan, ja. Ja, und die haben das ganz bewusst gemacht. Und dieses andere Etikett von der etwas günstigeren Linie, die sie haben, ist von 1811 ein Etikett. Also die sind ganz bewusst auf diese alten Etiketten wieder zurückgegangen. Ja. Natürlich ein bisschen modernisiert und sowas, aber ja, wenn ich mir jetzt diese Weine angucke, wenn die so vor mir stehen, sticht er mit seinem sehr klassischen Etikett schon sehr heraus, ne? Ja. Absolut, auch ein Wiedererkennungswert in gewisser Weise. Und früher war es so, ich weiß nicht, ob es jetzt noch ist, die Weißweine haben halt das, was da in Rot auf dem Etikett ist, in Grün. Ah ja, okay. Ja? Ist dann auch ja ganz gut. Schnell zu erkennen, um was es sich dann auch handelt. Ne? Genau. Ja, du hast es schon gesagt, der Spätburg, unser dritter Wein, ist jetzt ein Einzellagenwein. Trotzdem ist es nur ein Qualitätswein. Ich weiß nicht, ich vermute mal, 2018, du sagtest, warmer Jahrgang, er hat jetzt 13% Alkohol. Vermutlich war er aber von den Öxlegraden hoch genug, wahrscheinlich auch für die Prädikatsweinstufe. Ja, aber wird bei uns an der A nicht viel gemacht. Also wir stufen viel runter, um auch eventuell noch anreichern zu können. Ja. Und bauen lieber als Qualitätswein und ohne Prädikat aus. Ja. Das ist einfach, ich weiß nicht, ob es nicht die Kunden dafür gibt. Ich glaube, so die Sachen wie, also ich sage jetzt mal, ein Kabinett ist für einen Rotwein, finde ich, sehr dünn. Das macht bei einem Riesling Sinn. Mhm. Ne? Finde ich aber, weiß ich nicht, ob es bei einem Rotwein unbedingt Sinn macht. Dann müsste es schon eine Spätlese sein, finde ich. Mhm. Ne? Ja, ich sage mal so, durch das, wie du es vorhin schon gesagt hast, dass Deutschland halt ein Weißweinland ist in erster Linie, ist man an Rotwein nicht gewöhnt und wenn, dann ist in vielen Anbaugebieten der Rotwein ja eher der einfachere Wein. Also in Franken gibt es halt die Domina, in der Pfalz oder wo auch immer ist der Dornfelder halt am Start. Das sind jetzt sehr selten. Selten sind die Rotweine bei den Weingütern die Weine mit dem höchsten Qualitätsanspruch. Ja. Das sind ja eher immer
die Einstiegsweine bei den meisten Weingütern bei uns. Und man sieht dort eigentlich sehr, sehr selten Prädikatsweine. Ich wüsste jetzt keinen deutschen Rotwein, wo ich jemals Kabinett gelesen habe, weil man verbindet es einfach mit dieser straffen, frische, primärfruchtigen Riesling-Stilistik. Genau. Da könnte man beim Rotwein wahrscheinlich gar nichts damit anfangen. Ja. Doch, ich glaube, jetzt wo du es sagst, damals zu meiner Akutzeit, hätte ich beinahe gesagt, zu meiner aktuellen Zeit da als Weinkönigin, da glaube ich, gab es mal, da ist, glaube ich, hatte ich mal ein Kabinett, aber das war... Ja. Das war einfach sehr leicht. Ja. Das ist schon sehr leicht. Ne? Also, und dann stufen die meisten runter, es sei denn, das reicht für eine Spätlese. Dann geht das schon mal durch, aber wird auch nicht mehr viel gemacht. Naja. Also, ist jetzt, also ich hatte mir ja auch die Zahlen ein bisschen angeguckt vom Anbaugebiet und da war ganz klar, dass der Qualitätswein an sich das Hauptgeschäft an der Ahr ist. Ja. Ist auch wieder ein bisschen eine Sonderrolle dann, die Ahr da einnimmt, ne? Ja, definitiv. Weil bei den ganzen Weißwein-Anbaugebieten, wo Weißwein dominiert, ist Prädikatswein mengenmäßig natürlich schon meistens deutlich vor dem Qualitätswein. Mhm. Genau. Aber es soll dem keinen Abbruch tun, das habe ich auch schon öfters erzählt oder erklärt, dass die gesetzliche Qualitätspyramide selten was über die tatsächliche Qualität verrät. Da hat jetzt auch der Gesetzgeber Nachbesserungsbedarf erkannt. Also die von dir angesprochene Julia Klöckner hat ja jetzt, ich glaube, das ist jetzt schon im Bundesrat, glaube ich, fast das neue Weingesetz. Ne? Das ist jetzt in den letzten Zügen und wird jetzt wahrscheinlich zum Ende des Jahres dann in Kraft treten, wo man eben weg möchte von den reinen Öxle-Graden, also sprich der Zuckergehalt bei der Lese, möchte man mehr hin zur Ursprungsbezeichnung, dem Terroir-Gedanken mehr Platz einräumen, wie es in anderen Ländern ja schon seit Menschengedenken, hätte ich jetzt fast gesagt, gang und gäbe ist. Haben wir also Nachholbedarf gehabt und den haben wir jetzt auch irgendwo aufgegriffen. Dann riechen wir mal rein in den Spätburgunder. Schauen wir erstmal an, vielleicht. Schauen wir erstmal an, genau. Also ich finde auch hier ist es wieder so ein bisschen der die violetten Reflexe auch hat. Ne? Ja. Also ist, wie gesagt, auch wieder eine mittlere oder eine helle Farbintensität. Mhm. Aber wie gesagt, schöne, ein bisschen violette Reflexe. Ja. Und so ein, ja, ich sage jetzt mal Rubin-Granatrot, so ein Ding vielleicht, ne? Ja. Ja, in der Nase ein bisschen verhaltener, würde ich sagen. Ja. Wie der Frühburgunder. Aber schon ein bisschen mehr Kirsche, würde ich eher sagen. Mehr Kirsche. Aber jetzt nicht diese, also eher so eine normale Kirsche, jetzt vielleicht keine Schattenmorelle. Und weniger krautig, weniger Kräuter. Okay. Genau. Mhm. Mich hat es jetzt ist eher verhalten im Duft, ne? Ja. Es hat auch so eine leicht medizinale Note. Also mich hat es jetzt im ersten Moment so ein bisschen an dieses M. Eukal erinnert. Ich weiß gar nicht, aus was die gemacht sind. Ja, ja, aber, ich glaube, das ist so ein bisschen künstliche Kirsche, aber ja. Ja, schwenken wir mal. Schauen wir mal, was er da macht. Ja, da kommt es dann klassisch, ganz klassisch daher. Dann kommt, haut die Kirsche rein. Ja, aber du hast recht, es ist eine süße Kirsche. Ne? Es ist keine Sauerkirsche, definitiv. Sauerkirsche ist es weniger. Ja, dann das ist dann ganz klassisch. Also wenn ich jetzt da reinrieche, das ist Spätburgunder pur. Die Kirsche eben aus Merkmal, aber auch eine gewisse Straffigkeit, die hohe Scholz kann man schon in der Nase fast erahnen. Ja, so wie es sein soll. Probieren wir mal. Mhm. Schön, also ganz weich. Ja. Und Tannine sind gut eingebunden. Ist ein bisschen krautrig im Abgang, vielleicht. Ja.
Also auch kommt sehr fokussiert daher, für mich sehr geradlinig der Wein, sehr sauber gearbeitet, aber auch noch sehr, sehr jung. Ja. Also die Säure, die ist schon noch sehr straff. Mhm. Also mir macht es nichts, aber ich kann mir vorstellen, dass für den einen oder anderen das vielleicht ein bisschen zu knackig daherkommt. Wenn du den jetzt noch 2-3 Jahre auf der Flasche gibst, was er ohne Probleme durchhält, auch länger, denke ich, dann würde sich das vielleicht ein bisschen harmonischer für den einen oder anderen noch darstellen. Aber das liegt einfach an dem Alter. Das ist jetzt wahrscheinlich der aktuelle Jahrgang, den er da hatte, den er verkauft. Vielleicht hat er jetzt schon den Jahrgangswechsel vollzogen oder wird es demnächst machen, dass er dann den 19er verkauft. Aber der Wein, das ist jetzt schon ein Wein, wo ich sagen würde, der eignet sich zum Lagern schon. Also den würde ich jetzt nicht, wenn ich jetzt 6 Flaschen kaufe, würde ich jetzt nicht die 6 Flaschen im nächsten Jahr trinken wollen. Ne? Nee, der kann durchaus noch. Ne? Der kann schon, ne? Ja, ne, er hat, also bei ihm habe ich jetzt wieder Daten, also er hat knapp 4 Gramm Restsüße und 5,5 Gramm Säure. Ist in alten Stück- und Fuderfässern 10 Monate gereift. Ja, und kostet 10,50 Euro. Das ist günstig, ja. Ja. Und er ist ganz schön lange. Also jetzt im Vergleich mit den anderen, der Abgang erscheint mir hier deutlich länger wie bei den Vorgängern. Definitiv. Mhm. Ja, schöner Essensbegleiter. Ja. Was halt hier toll ist, finde ich, das ist halt was den Spätburgunder oder vielleicht jetzt auch seinen Bruder dem Frühburgunder erklärungsbedürftig macht. Das ist jetzt ein Wein, du hast es gerade gesagt, großes Holz, wahrscheinlich auch gebrauchtes Holz, weil bei den großen Stückfässern macht jetzt neues Holz nicht wahnsinnig viel Sinn. Der Wein kommt ja ohne Barriquenoten gut aus. Also er ist gereift, er hat die Mikrooxidation im großen Holz. Zum Abrunden, zum Schleifen der Tannine, alles kein Thema. Aber er kommt halt ohne diese zusätzliche Komponente der Holzaromatik sehr gut aus. Ja. Und das ist das, was ich meinte. Er wirkt für mich halt sehr fokussiert, sehr geradlinig, sehr, sehr darauf konzentriert, die Frucht halt im Mittelpunkt zu stellen, die Rebsortencharakteristik darzustellen. Ohne das jetzt irgendwie zu verschleiern mit Holzfassausbau. Das ist einfach das Tolle, ja. Aber viele erwarten halt auch die Barriquenoten, wenn sie Rotwein kaufen. Ja. Das ist das Problem. Ja, ja, aber genau. Hier war das Holz, denke ich, einfach, um die Tannine weicher zu machen. Ne? Das ist absolut gut gelungen. Also, und wie gesagt, lange im Mund. Ne? Wirklich lange im Mund. Ja. Langer Abgang. Macht Spaß dabei. Ja. Kann ich mir jetzt zum Beispiel spontan ich jetzt gesagt, so ein Hirschragout mit so einer Preiselbeer- oder Kirschsoße, Preiselbeermarmelade, Kirschsoße oder irgendwas in die Richtung. Du kannst das auch schön irgendwie, wenn du, ich sag jetzt mal, oder du hast Wildsteak, kann man ja auch schön grillen oder sowas. Ja. Wenn du mit Röstaromen rangehst. Es ist auch gut, ne? Also. Ja, da sage ich ehrlich immer, wenn man jetzt was vom Grill macht mit Röstaromen, dann finde ich es auch immer schön, wenn der Wein dann die Röstaromen nochmal aufgreift. Hier, da hätte ich jetzt vielleicht eher den Frühburgunder von Anfang genommen, weil da sich das dann nochmal harmoniert für mich. Hier würde ich sagen, ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt mit was Gegrillten daherkomme, ist natürlich immer die Frage, wie stark dann das alles ist, aber es kann schon sein, dass der mit Grillaromen vielleicht sogar ein bisschen erschlagen wird. Also ich würde da schon eher sagen, vielleicht was Eintopfartiges, wo man irgendwie mit Beeren, mit Preiselbeeren, mit Kirschen oder so gearbeitet hat als Soße, als Geschmacksträger, wo der Wein auch nicht erschlagen wird, weil er ist ja jetzt keine Wuchtbrumme. Er bringt jetzt nicht so viel
krasse Intensität mit, wie man es jetzt von anderen Rotweinen kennt, die wo jetzt ein Pfeffer, die es mit einem Pfeffersteak gut aufnehmen können. Also ich glaube, zum Gegrillten hätte ich jetzt vielleicht einen anderen eher genommen. Ja, also wie gesagt, ich grill schon mal wild und ja. Das würzt sich dann auch nicht so wild. Ja. Ja, also wird jetzt wild gewürzt. Nee, aber das ist dann manchmal nur ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz, aber nicht zu viel. Ja. Ne? Und wenn du dann dieses puristische, sage ich jetzt mal, Fleisch hast, dazu kommt das ja ganz gut. Da kann ich es mir vorstellen, absolut. Ja. Dann probieren wir den Frühburgunder noch daneben. Ich lasse jetzt extra noch mal ein bisschen was von dem Spätburgunder im Glas. 2016, ich glaube, den Jahrgang hat man noch nicht. Das ist jetzt der älteste Wein bisher, 4 Jahre. Genau. 16 war auch warm. Lass mich raten. Nee, weiß ich gar nicht. Also da, also ich weiß, dass 17, 18, die waren recht warm. Ich glaube, der 16er hatte ein bisschen mehr, glaube ich, besser von der Säure und sowas. Mhm. Also vom Klima war der so ein bisschen besser, glaube ich, dafür. Mhm. Hat auf jeden Fall ein schönes, diesmal auch ein Rubinrot, finde ich. Ja? Ja, definitiv. Und gar nicht ins Violett gehende. Ja, da ist er auch schon zu alt jetzt, dass er so wirklich Purpurreflexe, violette Reflexe hat. Aber eine Nase, mega. Ja, vor allem im direkten Vergleich. Ja, da hast du Johannisbeere. Ja. Die springt dich, dieses Cassis, das springt dich dermaßen an. Du springst schon fast raus aus dem Glas, ne? Ja, ja. Die Aroma-Intensität ist eine ganz andere. Das ist echt... Ja, und da kommt jetzt auch wieder die Würzigkeit dazu, ne? Die wir jetzt im Spätburgunder gar nicht so ausgeprägt hatten. Hm. Mhm. Schwenken. Cassis, ja, auf jeden Fall. Ja, spitze. Ja, ja, nach dem Schwenken hast du so ein bisschen was Kräutriges, finde ich. Ja, kommt wieder das Kräutige dazu. Mhm. Wobei die Johannisbeere nicht ganz weggeht. Also die ist schon nach wie vor da. Was ist das für ein Kraut? Ein grünes. Ein grünes. Hm. Ja, es geht fast schon ein bisschen Richtung Paprika, finde ich. Ja, ja, das ist so ein dunkles Grün, ne? So. Ja. Hm. Vielleicht ein bisschen Liebstöckel. Ja, habe ich jetzt auch. Ich habe jetzt gerade was anderes auch genau in der Nase gehabt. Ja, auf jeden Fall spannend. Ne? Jetzt haben wir zwar unterschiedliche Jahrgänge, aber ich glaube, die beiden Weine, also für mich war der Spätburgunder auf jeden Fall ein sehr klassischer Vertreter, ein sehr fruchtbezogener Vertreter. Und da merkt man jetzt schon die Unterschiede. Ja? Auch wenn es Brüder sind, aber... Man merkt schon, dass es nicht das Gleiche ist. Nee, definitiv nicht. Und im Geschmack auch. Mm. Ja. Toll. Der hat schon so ein bisschen Cremigkeit, finde ich auch. Ne? Bisschen Melz, cremig. Ja, Vanille so ein bisschen vielleicht. Der war auch im Holzfass, ne? 15 Monate in großen Puderfässern und in kleinen Eichenholzfässern in der Zweit- und Drittbelegung. Ja, das schmeckt mir auch raus. Ja. Aber steht ihm gut. Also er schlägt ihn nicht, ne? Nee. Unterstreicht das Ganze gut. Ja. Das ist das, was ich meinte. Den Wein, den kann ich mir zu gegrillten mit Röstaromen sehr, sehr gut vorstellen. Lamm ist auch gut dazu. Mhm. Ich hatte den zu Lamm. Da kann der halt auch gegenhalten, ne? Da kann der mithalten. Ja. Ja, wenn man das Lamm dann so mit Rosmarin würzt, da passt es richtig klasse dazu. Ja. Spitze. Ja, und ich finde immer, sehr geradlinige Weine sind das, sehr ehrliche Weine. Ja. Ne? Da ist nicht viel Schnickschnack, sondern der Wein an sich... besticht. Was würdest du denken, was du dafür zahlst? Ja, eine Fangfrage. Ja, gut, ne?
Also wenn du jetzt so fragst, würde ich sagen, ich wäre wahrscheinlich von dem Preis-Leistungs-Verhältnis überrascht. Bereit wäre ich für den Wein zu zahlen 15, 16 Euro. Ja, 13 Euro. Ja. Ne? Also ja, finde ich, ist eine ganz gute Geschichte. Ja, gutes Preis-Genuss-Verhältnis. Absolut. Jetzt müsste man hier auf jeden Fall noch erwähnen, die lustige mit, lustig, ich nehme, ja, möchte jetzt gar nicht drauf eingehen, aber wir haben hier noch eine goldene Kammerpreismünze auf der Flasche. Mhm. Was hat es denn mit der auf sich? Ja, das ist die Landesweinprämierung und des Landes Rheinland-Pfalz. Und du musst, wenn du so einen Wein anstellst, muss der gewisse Kriterien erfüllen. Und ich glaube, da geht das auch nach Punkten, ne? Da geht das doch nach Punkten. Da musst du so und so viele Punkte machen, um eben in verschiedenen Rubriken, um eben Bronze, Silber oder Gold zu bekommen. Und da wird er wahrscheinlich abgeräumt haben, ne? Ja, ist Gold, ne? Das ist die Goldmedaille. Ja. Ja, ist ein toller Wein und was man hier jetzt auch feststellt, ist einfach, die 4 Jahre, die tun ihm auch sehr, sehr gut. Also ich fühle mich da jetzt bestätigt, was ich jetzt zum Spätburgunder gesagt habe, der war jetzt einfach auch zu jung, den kann man auch nochmal 2, 3 Jahre weglegen. Und hier bei dem Frühburgunder merkt man die 4 Jahre, ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil die Jahrgangsschwankungen wir jetzt nicht festmachen können, weil wir jetzt nicht die Jahrgänge verglichen haben. Oder den gleichen Jahrgang haben bei beiden Weinen, aber hier die 4 Jahre, die haben dem Wein sicherlich sehr, sehr gut getan. Also da kann auch noch, länger. Ja. Ich kann auch noch länger. Mhm. Ja. Mhm. Ich glaube definitiv, dass du daran noch was Spaß haben kannst. Ne? Dass ja. Besser wird. Klasse. Dann kommen wir zum 5. und letzten Wein. Dann habe ich auch Bettschwere gleich. Hast du schon Bettschwere? Ja, nee, gleich. Wie viel ist es denn? Ach nee, wegen der Uhrzeit nicht, aber ich habe dann meinen Schlummertrunk hier getrunken. Ach so. weil ich schlucke ja, ne? Ach so, ja, ich habe es verkniffen. Also nicht immer, aber meistens. Aber das merkst du natürlich dann, klar. So, Wein Nummer 5 ist wieder von der Ahrweiler Winzer. Genossenschaft oder Winzerverein, ja. Eingetragene Genossenschaft. Gleicher Jahrgang 2016 wie unser Frühburgunder vom Peter Lingen. Genau. Auch wieder Qualitätswein, 13% und im Barrique gereift, hat er extra mit draufgeschrieben. Genau. Ja. Genau. Das heißt, wenn die Leute das draufschreiben, dann kann man erwarten, das ist auch deutlicher schmeckbar, wie es jetzt, wenn es jetzt nicht ja, richtig. Erwähnt ist. Ne? Wie lange, in was für ein Barrique-Fass war das? Also gebrauchte oder neue? Oder? Ach, das weiß ich nicht das genau. Weiß ich, nicht. Okay. Ich hatte den letzten, also die jungen Winzer vom Winzerverein, die hatten letztens da eine Weinprobe gemacht, Corona-konform natürlich alles. Ja. Und da war der unter anderem auch drin und das, muss ich sagen, war nachher der Wein, den wir noch, wir durften danach weiter trinken und den Wein erwerben. So, und da haben wir dann auch gesagt, so, jetzt müssen wir noch 2 Flaschen nehmen. Ja. Der hat uns wirklich gut geschmeckt. War damals, als ich da war, hatten die einen Kellermeister, der leider viel zu jung verstorben ist. Der viel Innovatives in den Winzerverein brachte. Das war der erste, der kalt vergoren hat, damals in den 90ern. Mhm. In Riesling und auch in Weißherbst. Das war wirklich eine ganz spannende Geschichte. Und das war auch der erste, der Weine also da in dem Winzerverein ins Barrique legte. Und der Frühburgunder war einer von denen, den er eben da reingelegt hat. Und der Linie sind sie treu geblieben. Und als ich ihn letztens getrunken habe, hat er mich sehr überzeugt und ja, bin gespannt jetzt im direkten Vergleich. Ist ja immer so eine andere und eine spannende Geschichte. Müssen wir mal sehen. Ja, ich schenke mir nochmal von dem Lingen was ein zum Vergleich. Ja, ich glaube, den können wir, glaube ich, heute nicht mehr toppen. Also der war schon. Ja. Der hat mich schon sehr überzeugt. Was wollte ich sagen?
Vergessen. Ja, so passiert. So passiert es, ja. Aber ja. Vielleicht kommt man das nochmal. Ja, Farbe, ich glaube, jetzt, fällt jetzt nicht aus dem Rahmen. Das ist das, was man jetzt schon häufiger... Ja, wieder ins Violett gehende, würde ich halt sagen. In der Farbe sind sie sich recht ähnlich alle. Das ist einfach so. Das ist typisches A-Rot, muss ich sagen. Und alles, was dunkler ist, finde ich unnatürlich. Bin ich auch. Ja, ist es auch, ja. Ja. Ist natürlich dumpfer im Geruch, ne, im Vergleich zu dem rausspringenden, zu der rausspringenden Johannisbeere gerade eben. Ja, aber also Primärfrucht hatten wir jetzt hier fast keine. Nee, eher Vanille. Ja, ich hätte es jetzt aus, also wenn ich das immer so sage, dann klingt das vielleicht für euch jetzt negativ in Ohren, aber es ist einfach ein Versuch zu beschreiben. Es hat fast was Staubiges, es erinnert ein bisschen an kalten Kamin. Sehr trocken wirkt es für mich. Also schon eine kühle Stilistik einfach. Also wenn ich da ins Glas reinrieche, ist das für mich eine kühle Stilistik einfach. Ja, aber ich finde, er riecht sehr weich. Also ich finde, er hat nichts Scharfes. Das hat man bei dem einen oder anderen Wein gerade eben schon gehabt. Sowas Scharfes, das hat er gar nicht. Das hat er nicht, nee, das stimmt. Ja, also es wirkt sehr weich. Aber nach dem Schwenken kommt die Frucht auch deutlich raus. Ja. Das ist auch wieder so ein Wein, wo der Unterschied echt krass ist, wo man immer wieder nur darauf hinweisen kann. Riecht ungeschwenkt rein und geschwenkt. Die Unterschiede sind manchmal wirklich frappierend und hier ist es so. Jetzt ist dieses kalte, rauchige fast weg. Weg, ja. Und jetzt kommt die Kirsche wieder. Kirsche, genau, fein, aber sehr feinfruchtig, finde ich auch, ne? Barrique riecht man, also man riecht ihn nicht so wirklich stark. Mhm. Ne? Es hat einen schönen, angenehmen Holzgeruch. Oh ja, der ist süffig. Ganz weich, ne? Ja. Also wirklich, oder? Also. Ja, der hat auf jeden Fall auch so was Schmelziges, finde ich. Schmelziges, ne? Ja. Die Vanillenoten kommen schön am Gaumen raus. Er, sage ich mal, hat jetzt viel mehr Körper. Er wirkt jetzt ein bisschen wuchtiger, ein bisschen breiter wie jetzt vorher. Das ist aber einfach die Entscheidung, die die Winzer halt treffen. Ja? Das kann man eben durch diese Stellgrößen wie Holzfassausbau genau steuern, ob ich jetzt komplett mich auf die Primärfrucht fokussiere oder ob ich eben zusätzliche Komplexität durch Holzfassausbau erreichen möchte, die Frucht vielleicht ein bisschen dämpfe, ein bisschen abmilder und dafür ein paar Holzaromen mit hinzugebe. Bringt natürlich mit sich, dass die Weine einfach auch mehr Alkohol, sei schon mehr Sauerstoff ausgesetzt sind und damit einfach, wie du sagst, ein bisschen dumpfer wirken. Aber das ist einfach eine Stilfrage. Das ist ist natürlich eine Geschmacksfrage, was man jetzt lieber will, aber jetzt rein systematisch betrachtet ist das noch gar keine Qualitätseinschätzung. Es ist einfach eine stilistische Unterscheidung. Aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man da in der Runde zusammensitzt, wo man einfach da ein Gläschen trinkt, ohne jetzt... Da brauchst du gar nicht viel bei Essen, ne? Nee, brauchst nicht viel bei Essen, aber da brauchst du auch, der macht einfach Spaß, der trinkt sich gut. Ja. Ist auch Standalone-Wein für viele Leute bestimmt viel dankbarer wie zum Beispiel der Spätburgunder. Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Also, der ist wirklich sehr harmonisch, sehr weich. Ja. Sehr präsent im Mund.
Wo liegt der preislich? 15,90. 15,90. Ja, ist halt einfach so, dass Barrique-Fass ausgebaute Weine durch den Materialaufwand einfach meistens noch mal ein bisschen teurer sind. Ja, also die Nase zu dem Frühburgunder jetzt vom Lingen aus dem selben Jahrgang ist schon extrem ist anders. Extrem ne? anders, ja. Da merkt man halt beim Lingen totale Fokussierung auf die Primärfrucht, ein bisschen Holzfasseinsatz für die Tannine, aber das soll die Rebsorte im Mittelpunkt stehen. Und hier haben wir einfach ein bisschen breiteren Wein, bisschen stumpfer, nicht ganz so fokussiert, nicht ganz so wahnsinnig elegant, aber halt natürlich sehr süffig und einfach auch schön ausbalanciert zwischen Frucht und Holz. Aber es ist halt einfach eine andere Stilistik. Da muss man sich einfach entscheiden, was man lieber macht. Ja, richtig. Oder zu welchem Anlass ich das trinke, ne? Auch die Säure beim Lingen deutlich knackiger noch. Richtig. Also es ist tatsächlich so, hier diesen Frühburgunder vom Winzerverein, den kannst du wirklich in geselliger Runde, wir haben ihn ja dann weiter getrunken nach dieser Weinprobe, das ging gut, ne? Das lief auch gut, ne? Ein schöner, ich mag das Wort ja nicht, ein schöner Trinkfluss. Ja. Weil was sagt's aus, ja? Also manchmal sind diese Weinbeschreibungen von heute, auch gerade die junge Leute anwenden, die finde ich schon mal, das kann ich nicht so mit d'accord gehen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so. Ich meine, das mag ankommen, wenn ich so Influencer dann sehe, die dann Wein beschreiben, aber ist mir dann, weiß ich nicht, kann ich halt nicht so mit umgehen. Ja, verstehe schon, was du meinst, ja. Ja, ist einfach auch die andere Sprache dann. Genau. Manchmal meint man dasselbe, aber drückt es halt anders aus. Ja, das, richtig. Aber wenn Sie damit junge Leute ansprechen und zum Wein trinken gewinnen, soll mir das recht sein. Ne? Ich selber muss ja da nicht mit nichts anfangen können oder müssen. Ja. Spaß haben und mehr über Wein lernen. Das ist eigentlich das so ist Motto. Das. Genau, so ist das. Das ganze Podcast. Ja, liebe Steffi, sind wir mit dem Weinen durch. Ich fand, es war ein ganz guter Vergleich. Also gerade die Präsentation von Frühburgunder ist für viele jetzt wahrscheinlich schon was Neues, würde ich mal sagen. Auch jetzt der direkte Vergleich mit Spätburgunder, wo jetzt mal die Unterschiede liegen. Das kann natürlich hier immer nur ein Anteasern sein. Ne? Wer jetzt da tiefer einsteigen möchte, wir haben es ja schon durchklingen lassen, ist natürlich aufgerufen, da mehr einzutauchen, am besten vor Ort, du hast es schon gesagt. Die Links für diese Weine findet ihr in den Shownotes. Und welche Weingüter wären noch besuchenswert in der Ahr, wenn man sich auf den Weg macht? Was würdest du sagen? Was muss man auf jeden Fall gesehen haben? Also ich denke, das Weingut Burgachten, was ich gerade eben gesagt habe, mit diesem Weinquartier, ne? Die finde ich, die machen gute Weine. Das Weingut Kreuzberg in Dernau, die machen auch, finde ich, gute und interessante Weine. Dann gibt es noch unseren Garagenwinzer, der jetzt schon ein bisschen größer ist als Garage. Das ist der Stefan Kurt, macht sehr gehaltvolle, sehr schwere Weine, aber sehr, sehr gute Weine. Also das ist wirklich auch jemand, der durchaus, den man im Hinterkopf haben sollte, hat jetzt keinen so großen Namen, aber das ist wirklich was, könnte dir auch Spaß machen, also glaube ich, ne, der macht zum Beispiel auch so Weine, die musst du ein bisschen liegen lassen. Ja. Die kannst du nicht so frisch trinken, ne, wenn du die nach ein paar Jahren aufmachst, also mein Mann und ich, wir trinken jetzt so langsam unsere Bestände auch und hatten jetzt letztens von 2010 was da und von 2011, aber die kannst du jetzt prima trinken, ne, also das ist schon sehr gehaltvoll. Also es gibt viel Interessantes und es macht auch Spaß, mal rechts und links zu gucken. Ne? Ja. Also die Winzer experimentieren auch viel und in Avela haben wir noch das Weingut Kölz. Der hatte jetzt, was hat er denn jetzt ins Barrique gelegt gehabt? Das fand ich auch mega interessant. Und dann hat er auch mal eine coole Rude, also ist halt Rude heißt bei uns Rotwein, ne, im Dialekt, coole Rude, also den man gekühlt trinkt.
Der hat, ich weiß, mein Mann und ich, wir hatten ihn getrunken, dann hat er uns gar nicht so geschmeckt. Und beim zweiten Mal, es kommt halt auch immer auf die Stimmung an, hat er richtig gut geschmeckt. Also wir sind gut unterwegs. Ne? Dann haben wir natürlich noch das Weingut Kriechel, der macht auch super Weine. Ne? Sahnt auch bei den Rotweinpreisen und so was, sowas ab. Maischoss Altenahr, die Winzergenossenschaft, die älteste der Welt. Ne? Ah, okay. Macht sehr, sehr gute Weine. Ne? Also zum Beispiel 12 Trauben oder der Pinot R. Also das sind schon, na klar, und der Ponsard, da greifst du was tiefer in die Tasche. Aber da muss ich wirklich sagen, das macht dann Spaß. Ne? Auch dann gibt es jetzt neu in Dernau noch ein Sektgut, also das Sektwerk Wollersheim. Die machen tolle Sekte zum Beispiel. Mhm. Also wir sind sehr verschieden unterwegs, aber wir haben wirklich ganz, ganz tolle Betriebe an der A. Und es lohnt sich auch, nicht nur diesem Mainstream zu folgen und vielleicht dem Etikett zu folgen, ja, ne, die alle kennen, sondern auch mal wirklich andere zu besuchen und auch die kleinen Winzer. Also da sollte man sich vielleicht vor Ort ein bisschen kundig machen. Ahrtal Tourismus hat eine gute Homepage, ne, ist A-Wein verlinkt. Das sind wirklich Sachen, auch wenn du mal kommst oder so, du kannst natürlich mich gerne kontaktieren. Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Ja. Aber wie gesagt, die Seite des Ahrtal Tourismus und des A-Wein e.V., die sind wirklich gut. Und wenn es nicht gerade Corona ist, gibt es auch diese Gourmet- und Weingeschichte das ganze Jahr, wo dann wirklich immer eine gute Gastronomie mit einem Weingut kooperieren und machen dann so Abende. Das ist wirklich ganz toll. Ne? Also wir haben auch tolle Gastronomen im Tal und ja, ich kann immer nur sagen, klingt schwer danach, dass ein Besuch unvermeidbar ist. Unvermeidbar, ja, definitiv. Ist so. Ja, denkst du, wir haben noch irgendwas vergessen? Was muss noch erwähnt werden zum Ahrtal? Oder einfach nicht. Vorbeikommen? Einfach vorbeikommen. Ich glaube, ich habe schon ganz viel erzählt und ich hoffe, ich habe Lust gemacht. Aber ich glaube, das habe ich. Und ich denke, einfach vorbeikommen oder überhaupt sich auf die Weinreise durch Deutschland zu machen, kann ich nur als ehemalige deutsche Weinprinzessin empfehlen. Das ist das beste Schlusswort, was ich mir habe wünschen können für meinen neuen Themenblock deutschsprachiger Wein mit dem Auftakt eben deutsche Weißweine und mit dem Interview mit einer ehemaligen Weinkönigin. Ich bedanke mich bei dir und bei den Winzern für die Weine und hoffe, dass du mir treu bleibst als Podcast-Hörerin. Und vielleicht ich bin ja auch bei deinem Online-Seminaren dabei. Ja, super, genau. Weißt du doch. Ganz klar, da warst du ja eine der Beta-Tester, die mir sehr nützliche Hinweise gegeben haben. Dann würde ich sagen. Ich kann es nur empfehlen für jeden, der einsteigen möchte. Ist echt eine tolle Sache, auch dass man bei dir die Weine direkt kaufen kann. Ist echt super gemacht. Super, danke schön für das Lob und für deine Zeit und die Weine nochmal, Steffi. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke für deine Zeit. Gerne. Wenn ihr jetzt nicht eh schon Feuer und Flamme für das Ahrtal und seine Weine seid, dann hat uns Steffi noch eine Reihe von Buchempfehlungen erstellt, die ich euch jetzt auch noch auf der Tonspur präsentieren möchte. Zum einen gibt es das Buch Ahrtal Kompakt, Wein und Weinbau an der A von Rebsorten, Weinlagen und wie ein guter Tropfen entsteht. Ich glaube, im Moment ist das Buch vergriffen, aber sie hat besonders Wert drauf gelegt, dieses Buch dann trotzdem noch in der Liste hier aufzunehmen. Das zweite Buch ist für 12,80 Euro wie immer über den Amazon Affiliate Link in den Shownotes zu beziehen und das nennt sich 50 Entdeckungen im Ahrtal, eine Reise durch eine besondere Kulturlandschaft von der Quelle bis zur Mündung. Und ich habe es ja im Interview schon anklingen lassen. Ich war leider bisher nur einmal im Ahrtal, aber mich hat es ziemlich geflasht. Die Landschaft ist super schön. Wer enge Täler, steile Täler mag, der muss da auf jeden Fall hinfahren. Die Architektur der Häuser ist sehr ansprechend, viel Fachwerkhäuser. Die Leute sind freundlich und von meiner Seite aus kann ich das Ahrtal nur als Ausflugsziel wärmstens empfehlen. Und wer sich dann dort eben auch ein bisschen sportlich betätigen möchte, dem sei das Buch von Dumont Verlag Wanderführer Arsteig
Rotweinwanderweg mit 28 Routenkarten und Höhenprofilen für 12,99 Euro ans Herz gelegt. Dann gibt's noch einen Weinführer von Hens zu dem Thema A-Weine für 7,99 Euro. Und dann gibt es auch noch eine Reihe von Weinliteratur oder Belletristik, besser gesagt. Als Beispiel sei hier In Vino Veritas von Julius Eichendorff genannt für circa 12 Euro. Und dann gibt es sogar auch noch Hörbücher, zum Beispiel Vino Furioso, kulinarischer Kriminalroman von eben diesen auch und vorgelesen von Jürgen von der Lippe für 11,90 Euro, auch alles zu beziehen über den Amazon Affiliate Link. Ja, das war's schon auch wieder mit dem Interview mit Steffi. Trotz der Länge, denke ich, war es kurzweilig und auch sehr unterhaltsam und wir haben einfach eine Menge über das Ahrtal, seine Rebsorten gelernt und die Rebsorte Frühburgunder war für den einen oder anderen von euch bestimmt eine Neuentdeckung. Insgesamt muss ich sagen, haben mir die Weine allgemein ganz gut gefallen. Ich bin generell ein Spätburgunder-Fan und die Spätburgunder von der A überzeugen mich eigentlich immer wieder, weil es einfach diese gewisse Würzigkeit mitbringt, die typisch ist für das Ahrtal. Das gefällt mir sehr gut. Diese zu sehr kirschbetonten Spätburgunder sind nicht ganz so mein Fall. Deswegen bevorzuge ich die aus dem Ahrtal sehr gerne. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe die Weine jetzt im Nachgang an das Gespräch auch nochmal durchprobiert und Frühburgunder ist zwar der Bruder oder die Schwester des Spätburgunders, die Verwandtschaft lässt sich natürlich geschmacklich nicht ganz leugnen. Nichtsdestotrotz muss ich für mich gestehen, der Spätburgunder überzeugt mich wegen seiner Eleganz, Fokussierung und Geradlinigkeit noch ein bisschen mehr. Die Komplexität der Frucht ist für mich noch ein bisschen höher. Im direkten Vergleich kommt mir der Frühburgunder vielleicht doch ein bisschen barocker und zu würzig daher. Die Waldbodenaromatik, ich weiß jetzt nicht, wie typisch die ist, die finde ich jetzt nicht in jedem Fall besser, als was der Spätburgunder bringen kann. Also lange Rede, kurzer Sinn. Für mich wird es wahrscheinlich in Zukunft auch eher der Spätburgunder bleiben. Allerdings habe ich ja, wie schon angekündigt, noch von Fürst aus Franken in Bürgstadt eine Flasche Frühburgunder immer im Weinkeller liegen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wenn ich die demnächst öffne, wie sich der fränkische Frühburgunder dann präsentiert und ob der genauso überzeugend ist oder überzeugend sein kann wie der Frühburgunder aus dem Ahrtal. Ja, zum Schluss nochmal wie üblich die Aussicht auf die nächste Episode, die ja dann am 31.10. stattfinden wird. Und dort gibt es dann den zweiten Teil zum deutschen Weißwein und wir werden dort einen Weißburgunder aus Württemberg probieren und einen Grauburgunder aus dem nördlichsten Anbaugebiet Deutschlands, nämlich aus Saale-Unstrut. Ja, mir geht's auch hier wieder nur die Burgunderfamilie zu präsentieren. Deswegen passt diese Ausgabe auch ganz gut in die Reihe nach dem Ahrtal. Weißburgunder sicherlich vielleicht der elegantere, filigranere Wein und der Grauburgunder hat ja nicht nur Freunde. Ich würde sogar sagen, die letzte Zeit hat er etwas an Ansehen, zumindest bei den Weinnerds, etwas verloren. Deswegen ist es durchaus interessant, ein Grauburgunder aus dem nördlichsten Anbaugebiet zu probieren, weil er dort vielleicht nicht so breit und fett gelingt, wie es in wärmeren Gegenden ist, was ihm ja dann oft vorgehalten wird, dass er zu verschmiert im Geschmack ist und damit jetzt nicht die allergrößten Freunde vielleicht hat, wenngleich er natürlich gerne getrunken wird, weil er von der Säure her ja deutlich milder ausfällt als die standardweißen Rebsorten in Deutschland. Also am 31.10. ein Weißburgunder aus Württemberg und ein Grauburgunder aus Saale-Unstrut und diese Weine
könnt ihr, wenn ich sie noch auftreiben kann, auch bei mir dann im Shop wieder bestellen. Das seht ihr aber dann auch einfach, wenn ihr meinen Weinshop auf weinpodcast.de besucht. Also denkt nochmal dran, sich einzuschreiben bei mir in der Facebook-Gruppe, wer teilnehmen möchte an meinem Preisausschreiben, meinen kleinen, und sich einen 10-Euro-Gutschein für meine Online-Weinkurse ergattern möchte, möchte das bitte bis zum 24.10. machen. Und die Auflösung gibt es dann am 31.10. in der 33. Ausgabe von Wein verstehen leicht gemacht. Das soll es gewesen sein für heute von meiner Seite aus. Ich wünsche euch wie immer leckere und inspirierende Weine im Glas und verbleibe mit genussreichen Grüßen aus München. Euer Florian. Ciao, Servus.